Okay, noch schaut's gut aus. Na! Jetzt bin ich auf die. Was ist passiert? Jetzt ist der Stream gestartet. Du bewegst dich noch. Das sieht gut aus. Wie sieht gut aus? So. Das ist da so schön, weil wir das erst natürlich da vorne sehen und dann hier auf dem Bildschirm. Und dann wissen wir überhaupt, was wir gemacht haben. Letztes Stativ. Wunderbar. Ja, lieber Chat, ich habe euch heute auf der Tastatur, den Gregor hat seinen Laptop kaputt gemacht. Ich habe den ein bisschen... Also das seid ihr. Ein bisschen kaputt gemacht. Ach ja, ich kann ihn da an die Kamera gucken. Ich wollte fast schon hier was zu trinken nehmen. Ich pack dir das mal. Wir können auch teilen. Nein, das passt schon. Aber ich habe extra zwei Kakaos mitgebracht. Das ist ja gut, das machen wir dann gleich auch. Und? Ja, und? Ich wollte nur alle willkommen heißen, aber du kannst gerne den... Ja, fang erstmal an, ich kann danach über Schokolade reden. Herzlich willkommen, Leute. Schönen guten Tag hier auf gregs-rpgm.de. Herzlich willkommen, Katharina. Hallo, Gregor. Gib mir die Hand. Schön, dass du auch da bist. Gib mir die Hand. Schön, dass ich da sein darf. In meinem Stream. Ich habe ja versprochen, ich mache einen YouTube-Kanal. Hier ist er. Ja. Ich übernehme ab jetzt. Wenn das Setup eh schon da ist, also muss mich nur ein bisschen zur Seite auf der Couch drängen und dann... Wir müssen ja auch Katharina Streaming-Stunde. Die ganzen Thumbnails jetzt nicht mehr so verändern. Wir müssen ja einfach nur Haare draufsetzen, eigentlich. Eigentlich schon. Ich bräuchte einfach mehr Perücken, oder? Oh mein Gott, hast du mal überlegt, eine Drag Queen zu werden? Ich habe gerade den Bart hier. Ich weiß nicht, ob das schon der erste Ansatz für eine Drag Queen ist, aber so viel, wie ich sowieso mich verkleiden kann auf der Arbeit, muss ich nicht, glaube ich, noch mal extra eine Drag Queen werden, um mich auszuleben. In der siebten Staffel von RuPaul gab es einmal das Thema Bearded Lady oder so. Also es wird gehen. Es gibt so ein Format auf YouTube, wo Drag Queens über Wrestling sprechen. Und eine davon, die heißt, glaube ich, Lady Birdica oder so. Und die hat auch mal knappe Sachen an und einen Bart. Ja, also, siehst du. Das könnte ich vielleicht machen. Über auf Wrestling sprechen. Ja, deutsche Drag Queens sprechen über Wrestling. Das würde ich aber hinbekommen. Auf Griechisch. Nee, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da draußen auch da seid. Und die Tastatur, die wir haben, weil mein Laptop nicht funktioniert, aber wir haben euch hier im Chat hier im Blick mit drin. Wir wollten mal wieder ein bisschen was streamen, ein bisschen Stuff hier machen. Ihr habt es ja gegebenenfalls mitbekommen, ich habe seit einiger Zeit ja ein paar Updates hier auf dem Kanal gemacht. Es gibt ja mittlerweile unter plauschangriff.de bekommt ihr Podcasts, ne? Da werden auch nach und nach alle guten alten Podcasts nochmal hochgeladen, sodass ihr schön das Archiv haben könnt. Und ihr könnt mich supporten über patreon.com/rpgheaven. Danke an all die Leute, die das bisher gemacht haben. Knapp anderthalb Wochen ist es her und wir haben fast zwei Goals erreicht. Ja, also regelmäßige Podcasts, da werden wir uns nochmal hinsetzen und danach noch ein kleines Goodie für euch aufzeichnen. Aber wenn wir noch über den nächsten Hubbel kommen, dann wird es nochmal eine schöne, neue, wahrscheinlich über zwei Jahre dauernde Top 101 geben. Oh mein Gott. Oh, die letzte hat zwei Jahre gedauert mit den Rollenspielen. Dann ist es ja quasi eine 202. Die Top 202 von Rollenspielen plus was anderes, weil Rollenspiele werden es nie nochmal werden. Aber da bin ich auch gerade am Machen und Tun und weiter und so fort. Und, ach ja, guck mal. Sehe ich hier gerade, dass hier tatsächlich dieses Stoppzeichen ja, drauf ist. Ja, ich habe das leider nicht wegbekommen von der Kamera. Aber ist okay, ne? Das ist, gehört zu Fallout. Das ist, weil wir zwei Leute sind. Genau, hier, da ist es. Klack, klack. Da einmal draufdrücken. Wenn du es schaffst, das durch deine Hirnkraft wegzukriegen, ne? Tut mir leid, ich habe keinen Knopf, womit man es wegkriegen kann. Das wäre richtig gut gewesen. Ich habe es probiert. Aber gegebenenfalls, also ich habe ja sowieso gesagt, ich werde die mehr Zeit, die ich habe, dadurch, dass ich ein bisschen kürzer trete bei Rocket Beans, dafür benutzen, mehr für den Kanal wieder machen zu können, ohne mich komplett kaputt zu machen. Und das hier hat jetzt nichts mit Patreon und anderen Sachen zu tun, sondern wir wollten einfach mal wieder streamen und das hier machen. Ich habe aber auch als Ziel ausgelobt, wenn wir irgendwann mal über den entsprechenden Betrag drüber kommen, so ein regelmäßiger Stream, damals über EMP war es ja über die Kollegen dann finanziert, sodass ich dann sagen konnte, okay, Gregor, du brauchst keine freie Zeit und kein Wochenende und produzier mal jeden Tag Stuff und so weiter. Freizeit, ganz ehrlich. Sowas nimmt nochmal ein bisschen mehr in Anspruch. Ich hätte schon wieder Bock, regelmäßig Streams zu machen, ob es jetzt eine Show ist, wie bei Gregor zockt über EMP oder irgendetwas anderes oder auch alleine oder mit jemand anderen. Also nicht mal, muss mal gucken, was da hier geht oder nicht geht. Könnte man dementsprechend schauen, wenn es dann entsprechend mal soweit ist. Aber bisher seid ihr wirklich, was Support und andere Sachen angeht, übers Ziel hinausgeschossen. Und ich bin sehr froh, dass ihr alle so unterstützend mit dabei seid. Dafür machen wir aber heute einfach mal einen schönen Sonntagsstream, während draußen alles schmilzt.
Ja. Und hier zum Glück, wir haben unseren Kakao schön kalt gestellt. Du hast die Nervenschoki mitgebracht. Ja, ich habe Nervenschokolade mitgebracht, denn wir werden ein Horrorspiel spielen. Mhm. In geraumer Vorzeit, vielleicht erinnert ihr euch, haben wir mal Soma gestreamt. Ja. Und da dachten wir, wir machen es mal in der nächsten Woche weiter. Das war vor einem Jahr ungefähr. Ja. Und das war vor einem Jahr ungefähr. Und da wir ein bisschen was weiter streamen wollten und Stuff machen wollten, spielen wir jetzt so mal weiter oder nicht? Ich glaube, wir sind selber gar nicht mal so drin, wo das gerade ist und haben herumgedacht, was dann wir nochmal zocken könnten jetzt hier. Mhm. Klar, es ist hell draußen, es ist sonnig, wir haben das Licht hier angemacht. Aber lass uns trotzdem was Gruseliges spielen, oder? Ja, das ist eigentlich auch ganz gut für mich in der Kombination. Alles ist hell und ich muss nur ein bisschen nach vorne gucken und trotzdem ist alles hell. Ja, aber wir kriegen das, glaube ich, schon. Wir hatten, oder ich hatte zumindest zwei Horrorspiele vorgeschlagen, weil die hatte ich hier seit einiger Zeit auf der Lauer und ich wollte mir die Dinger eh angucken, als wir die beiden spielen. Gegebenenfalls, ob es jetzt zu einem Schocktober oder zu ein bisschen was anderes ist und warum nicht hier gemeinsam mal. Was hatten wir damals gespielt? Das war das Layers of Fear, glaube ich. Ne? Das haben wir zwar nicht gestreamt. Ja, aber das war schon eine Katastrophe. Es war schon, da sitzen wir hier die ganzen Stunden spät nachts und gehen durch Gemälde und machen andere Sachen. Ich kann ja noch mal kurz, das ist auch eine schöne Einleitung eigentlich. Also tatsächlich war es ja so, ganz unbedarft schlug ich vor, dieses Spiel zu spielen, denn ich wollte es gerne mal spielen und Gregor hat ja so ungefähr alle Spiele. Deswegen dachte ich, das passt wunderbar. Hier und da ein paar. Und dann haben wir uns gestritten. Moment, das nennst du Streit? Das war, eigentlich war das schon ein ganz schöner Streit. Weißt du, das, was ich behalten habe, war, wir haben das Spiel durchgespielt und dann sind wir losgegangen, du hast Pokémon Go Sachen irgendwo gefangen draußen spät nachts. Echt? Das weiß ich noch. Das weiß ich zum Beispiel nicht mehr. Ich weiß nur noch vom dollen Streit. Ja, okay, ich habe das schon längst verdrängt. Ich weiß nur, dass du irgendwelche Pokémon nachts gesucht hast. Und dass wir Ingo auf der Straße getroffen haben. Ja, oh Gott, ich weiß, dass wir Ingo getroffen haben. Ja, unseren Game One-Sprecher Ingo oder Game Two mittlerweile natürlich. Er war mit dem Fahrrad unterwegs, falls das an dieser Stelle interessiert. Ja, ja. 3 Uhr nachts, Leute fangen hier ganz bequem Pokémon mit ihrem Handy und da fährt Ingo mit dem Fahrrad vorbei. Hallo, was macht ihr hier? Nein, aber die Geschichte war auf jeden Fall, dass gestritten haben wir uns nicht richtig. Aber du weißt doch, wenn ich übertreibe, kann ich anschaulich erzählen. Ja, stimmt. Also es war eigentlich so, dass wir halt sehr verschiedene Auffassungen zu Horrorspielen haben. Und ich bin vielleicht ein bisschen ängstlicher als Gregor, aber nur minimal. Ein bisschen, minimal. Und man muss da ja so durchlaufen und ich bewege mich dann halt nicht so schnell. Ich lasse die Atmosphäre eher auf mich wirken. Und es endete dann darin, dass Gregor mir eigentlich den Controller aus der Hand riss und sagte, du bewegst dich zu langsam. Und dann ist er da durchgerusht und ich war nur so, wo du 10-mal durch den gleichen Gang gegangen bist und nicht der gleiche, die sahen ja gleich aus, aber es war ja nicht der gleiche. Man kann das ja nur, so oft angucken, wenn du dann so jeden kleinen Schritt dann davor machst. Aber die machst. Sehen ja anders aus. Es ist ja auch nicht so, dass wenn ich hier jetzt im Flur gehe und beim Nachbarn auch weiter, dass das dann der gleiche Flur ist. Also, heute spielen wir ein bisschen was anderes. Die zwei Vorschläge, die ich gemacht hatte, das erste ist gerade frisch auf PS4 erschienen, aber ich hatte schon ein bisschen länger auf dem PC. Ich wollte es irgendwann mal zocken, das werde ich wahrscheinlich auch noch machen, aber das machen wir heute nicht. Heißt Remothered, Tormented Fathers. Jodie Foster ist in einem Haus unterwegs mit dem Typen gefangen und man muss sich verstecken, so Clock Tower-mäßig, falls euch das nochmal ein bisschen was sagt. Er war nackig und hatte nur eine Schürze. Stellt euch vor, Nightcry in gut. Ja? Also es sah zumindest einigermaßen gut aus. Nightcry war ja das, was wir mit Spiele mit Bart gemacht haben. Ja, der Mann, der war... wie ist der eine Film, wo der blinde Typ die Leute im Horrorfilm da gefangen hat? Get Out? Nicht Get Out, sondern der alte blinde Mann, den sie ausrauben wollen. Wie hieß der Film? Ach Gottchen. Blind Fury. Du weißt, welchen ich meine, ne? Ja. Da gab es ja auch so einen Horrorfilm, wo Leute irgendwie so einen blinden Mann ausrauben wollen, aber dann wird doch ein bisschen was anderes draus. Ein bisschen so die Situation. Ne? Ein bisschen so die Situation, nur dass man mit einer Jodie Foster-ähnlichen Figur unterwegs ist. Don't breathe. Bad breath, don't breathe. Don't do it, egal was. Ein bisschen sowas in Videospielform, indie-mäßig und es sah tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus und auch die Wertungen sind ganz gut gewesen. Aber das ist jetzt auch ein bisschen, es war schon arg düster und ein bisschen vorbeigegangen an dem, was wir machen wollen. Der andere Vorschlag war folgendes Game hier und ich habe die falsche Tastatur in der Hand. Ich gebe sie dir nochmal rüber, weil da werde ich jetzt einmal kurz rübergehen und auf die andere Sicht schalten. Nicht auf die Kamera wieder treten. Da haben wir es.
das ist mal ein Stream, ne? Wo ich nochmal händisch an den Computer gehen muss und die Sachen. Das ist total toll. Ich finde, es wird sowieso viel zu wenig analog erledigt. Ich dachte, da steht Shake Wi-Fi, aber es steht Shake Well. Ja, das ist, das, der Kakao braucht eine Wi-Fi-Verbindung, um zu funktionieren. Das ist der ganz heiße Shit momentan. Ja, ihr seht, White Day, A Labyrinth Named School, ein altes Horror-Game, was Mitte der 2000er für PC rausgekommen ist. Und damals galt es so als das grusigste Horror-Game aus Korea, das niemand gespielt hat. Das wurde remaked vor einiger Zeit für PS4, ich glaube für PC mittlerweile auch. Und ich habe es auch schon ein bisschen länger auf der Platte drauf liegen. Das wollte ich auch gegeben, was im Schocktober machen. Da soll auch noch eine VR-Fassung rauskommen, aber koreanische Teenager in der Schule und da wird's gruselig. Klingt ja auch gut, ne? Und gruselig. Ich starte mal neu, weil ich glaube, das Intro fand ich ganz nice, dass wir das nochmal ein bisschen sehen können. Ihr müsst uns mal gleich sagen, Leute, ob das Ingame zu laut oder zu leise ist. Ich glaube, ich habe es einigermaßen so eingestellt, dass man vernünftig was hören kann. Wir auch? Ja, wir sowieso. Ne? Ich muss nur gucken, dass es nicht zu laut ist. So ein bisschen wie Obscure, ja, wenn man Obscure noch kennt. Das war auch natürlich ein nettes Spiel. Da seht ihr es. Gleich Pika Pika. Pika Pika. Ich meine, Korea, Korea. Korea, Korea. Da ist die kleine Mayumi. Warum weißt du schon, wie sie heißt? Ich habe keine Ahnung. Man kann die Zeit nicht ganz einfach so verstreichen lassen, ohne darüber nachzudenken. Tom. Ausgerechnet da, wo ich das Fenster hingepackt habe, kommt der Text. Mayumi und Tom? Wer heißt denn in Korea Tom? Er heißt dann bestimmt auch Tomoto oder so. Ja, Tomoto, naja gut, Mayumi ist auch ein japanischer Name, glaube ich. Also ich. Seung und Mina? Weiß ich nicht. Lisa und Max. Ich mach die Stimmung. Da, und sie lesen, hatte hier ein schönes Foto, damals noch. Der kleine Bruder, der beim Autounfall verstorben ist. Ja, du kennst das nicht. Du, ich habe keine Ahnung, ich rate alles gerade. Ach so. Glaubst du, ich erzähle irgendwas mit Bedacht? Ja. Das ist nur Interpretation, guck mal. Hyung hat gerade hier sie beobachtet, dein Foto, was du verloren hast. Oh. Gib her, du Trottel. Gib mir das her. Das ist mein Foto, mach ein eigenes. Ich glaube, sie hat schlecht geschlafen. Sie hat ja so ein bisschen Augenringe. Sie hat so ein bisschen Augenringe, ne? Wie das ich hoffe, also, ich hoffe, das ist wirklich Augenringe, die dargestellt werden und nicht einfach so sehen die Koreaner im Videospiel aus, dass die irgendwie technisch das so als Detail reingepackt haben. Ist das aber nicht das Foto? Diejenige vom Foto? So Jung Han, 11. Klasse, Klassen Z, sie war dort. Immer. Klassenzimmer. Weiß nicht genau, was das bedeutet. Aber es bedeutet was. Ja, das war unser Let's Play zu ja. White Day. Vielen das war ein Dank, schöner Stream. Danke, danke, dass du hier warst, Katharina. Komm gut nach Hause, ne? Jetzt war voll gruselig, oder? Der Ton ist irgendwie eklig. Kennst du, wie ist es auf der PS3? Nee, das meine ich nicht. Das war das andere Spiel. Das ist das andere Spiel, ja. Es wäre sehr lustig, wenn es ein Videospiel gäbe, das wirklich so Niese heißt, ne? Hast du oder, schon Achi? Oder halt auf Koreanisch so heißt es, sich wie Niesen anhört. Nee, das meine ich immer noch nicht. darf ich dir ein Taschentuch anbieten? Nee, ich muss nur niesen. Also, so viel Pollen habe ich hier doch gar nicht, ne? Ich glaube, das kommt von Staub. Ja. So viel Staub. Ich dachte, ich habe den. Dankeschön. Das heißt also, ich habe alles hier voll mit Staub gemacht. Diese Umsetzung von der Forbidden Siren, so hieß es. Genau, es gab es auf PS2, gab es PS3-Titel, der auch so diese typische The Grudge-Sounds und alles Mögliche dann hatte. Und genau so. Ja. Ungefähr so in der Art. Hier, viel Spaß. Soll ich? Nein, nee, ich mach vielleicht am Anfang, weil am Anfang, was soll da kommen, ne? Mhm. Also tauschen. Hier Chat und. Das geht mir mal rüber. Ja. Beliebige Taste. Gebt uns, wie gesagt, mal Feedback, wie das mit dem Ton ist, weil wir können das jetzt nicht nochmal abhören. Es hat sich gut angehört, vorhin, als wir es getestet haben, aber es kann natürlich jetzt ein bisschen anders sein. Willst du bei den Einstellungen mal gucken, ob es vielleicht invertiert ist oder nicht invertiert? Ist es wirklich auch sehr leicht? Nein, natürlich nicht. Ich soll jetzt nochmal raus, ja. Ja, geh nochmal mit Kreis zurück. Lass uns mal kurz gucken, was man für Einstellungen machen kann.
Also Cursorgeschwindigkeit, vertikal, horizontal. Du brauchst ja kein invertiert. Achso, alles fein, oder? Die Operation ist in Ordnung, ja. Was ist mit Spieloptionen? Ich glaube, wir sollten es auf Deutsch lassen. Was kann man denn für Sprache auswählen? Koreanisch. Boah, Koreanisch und Englisch, sind das die beiden? Wollen wir es Koreanisch lassen? Oder so richtig Korea? Also Untertitel lassen wir Deutsch, ist klar. Also ich glaube fast, vielleicht ist es lustig. So authentischer, meinst du? Vielleicht. Jetzt bräuchte man hier so eine im Chat so eine Abstimmung, wo dann jeder schnell mal kurz drauf kann. Bestimmt geht das mit dem Knopfdruck, nur ich weiß nicht, wie es geht. Habe ich schon einen Kakao verschluckt hier. Nee, jetzt reden sie noch über invertierte Steuerung. Und über Niesen, das verstehe ich. Ja, cheesy Englisch ist aber auch lustig, ja. Ja, das stimmt schon irgendwie. Schnick, schnack, schnuck. Okay, dann machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Ich bin koreanisch. Okay, dann bin ich für Englisch. Ich bin seit... Nein, das erzähle ich jetzt lieber nicht, dann habe ich keine Freunde mehr. Du bist koreanisch, ich bin Englisch. Also einer nur, ja? Einer? Nee, nicht Best of Three, sondern ein Schnick, Schnack, Schnuck. Oh mein Gott, das ist aufregend, okay. Okay, Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, Schnick, Schnack, Schnuck. Oh no, cheesy English. Cheesy English it is. Oh. Wir können es eh immer noch umstellen, wenn wir merken, dass es scheiße ist. Oh, it's a tutorial ein. Okay, so. Spiel neu starten. Auf normal. Also schwer. Schwer würde ich nicht machen. Schwer. Ich hab ein bisschen Angst, wenn wir das auf normal oder schwer machen. Vielleicht bietet es sich auch an, erstmal auf leicht oder sowas zu gehen. Echt? Weil keine Ahnung, wie das Gameplay da ist, wenn auf einmal es heißt, du machst einen falschen Schritt, bist tot und musst 20 Minuten nochmal spielen. Ist das bei dem Spiel so? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie es ist. Es sieht für mich nur abgedreht genug aus. Lass es auf normal. Ein sehr ausgewogener Schwierigkeitsgrad. Du bist weniger Spannung, aber leichter zu spielen. Mhm. Hier steht ein Guide zur Verfügung. Sehr leicht ist es. Geil für Spieler, die Story erleben möchten. Es steht ein Guide zur Verfügung, der dich durch das Szenario führt. Naja, wir wollen ja schon, dass das irgendwie was Richtiges ist. Oh Gott, mehr Spannung dafür schwieriger zu spielen. Lass es auf normal. Ich brauche nicht so viel Spannung. Ja, das passt schon. Let's do this. Lass mal gucken, was Mayumi so drauf hat. Nee, wie ist sie nochmal? Sünjün. Carla. Ein kleines Geschenk in Herzform. Da hatten wir ja mal drüber gesprochen, was der White Day ist, ne? Kriegst du das noch zusammen? Wir haben gerade davor darüber gesprochen, aber ich bin nicht sicher, ob wir das... Also normalerweise ist Valentinstag, dass die Männer den Frauen was schenken. Andersrum. Die Frauen den Männern am Valentinstag? Ich glaube, im asiatischen Raum oder speziell in Korea, Valentinstag ist so traditionell, dass die Frauen den Männern ein Geschenk machen. Der White Day ist irgendwie einen Monat nachher, will ich jetzt sagen, aber das wissen bestimmt unsere White Day-Experten besser, ist quasi so der Feiertag, der generiert wurde, damit die Männer den Frauen was schenken. Ah. Und jetzt kommt der Junge nachts in die Schule mit einem Geschenk für die Frau, die er bespannert hat. Ich weiß ja nicht, es schien mir so, als ob die sich nicht kennen. So ist... Aber warum will er ihr das in der Schule geben? Warum ist sie denn in der Schule? Das werden wir gleich sehen. Vielleicht wohnt die da. Ne? Tja, das hat er sich nicht so gedacht. Aus der Ego-Perspektive? Mhm. Ach du meine Güte. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Dass du läufst dann aus der... Oh, da, ja. Rennen und hinsetzen. Durch Drücken auf L1 oder Viereck kannst du laufen oder sitzen. Im Sitzen verjüngest... Was? Nee, da steht verjüngest. 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 Du läufst für dich schwindeliger, das ist korrekt. Nee, ich muss mal... Was bedeutet verjüngest? Was könnten die falsch übersetzt haben? Oder gibt es das Wort? Verjüngert sich die Wahrscheinlichkeit? Verringert, ne? Von den Wächtern reduces? Keine Ahnung, was die übersetzt. Wenn du zu lange läufst, wird dir schwindelig. Okay, also Viereck oder L1 kannst du zum Laufen drücken. Das ist toll. Ich wollte erstmal gucken, wie ich mir die Hände wasche und wie ich am besten Yoga mache nachher. Kann ich eh nicht so weiter. Hast du jetzt schon Angst? Er sollte erst da. Im Schulgebäude befinden sich an eigenstelligen Dokumenten. In diesen Dokumenten findest du zahlreiche Hintergrundgeschichten, falls wir das wissen möchten oder nicht. Solltest du nicht wissen, wie es weitergeht, nimm die Dokumente ganz genau unter die Lupe. Bitte. Mhm. Bitte. Sehr höflich, vielen Dank. Ja, ich würde ja gerne. So, Dokument. Abholung der Schülerzeitung. Kann sie im Klassenzimmer 6 der Elftklässler.
die zweite Klassenstufe dieser Schule abholen. Und wie kann ich jetzt da oben da... Achso, das habe ich jetzt eingesammelt. Gerüchte und, okay. Oh, hast du gesehen, da war ein Reiter für Geistergeschichten. Ja, sowas mag ich ja total gerne. Ja, schön auch, guten Tag, werter Chat. Wir haben euch im Auge hier. Wir haben den Anfang, machst du noch, ja? Und ich habe hier kurz die Chat-Duty und danach tauschen wir das mal. Wir haben uns einmal hingesetzt und streamen am Sonntag einfach nochmal. Ja. Das ist jetzt nichts regelmäßig, nichts Konkretes, aber ich habe gesagt, wenn da die Gelegenheit da ist und wir dann was machen können und wir rosa Tagebücher und... So jung. Können wir in das Tagebuch reingucken? Dann machen wir das auch mal. Nein. Dieses Tagebuch gehört so jung. Sie war so jung. Auf dem Einband steht so jung Hang, 11. Klasse, Klassenzimmer 8. Ist es in Asien oder in bestimmten Regionen, der hat gesagt, es ist die zweite Stufe dieser Schule. Also es ist ja dann die... Das Äquivalent zur Highschool, zur Mittelstufe oder so. Wenn aber sie dann, in der 11. Klasse ist. Es gibt ja immer so die Freshmen, die Mittelklässler und die Senioren, hätte ich jetzt fast gesagt. Die Senioren. Aber diese drei Abstufungen für hier so die Highschool, ich glaube, das ist auch so in Asien wahrscheinlich. Aber auch hier korrigiert uns gerne. Ein Paper Crane. Oh Gott, schwarzes Origami-Papier. Das bedeutet doch tot bestimmt ist oder sowas. Ach so, tatsächlich, das soll schwarz sein. Ja gut, hier sieht es jetzt natürlich eher ein bisschen grau aus, weil der Hintergrund schwarz ist. Aber ich habe solche Ohrringe, die auch wirklich ganz klein und gefaltet sind. Wieso? Warum habe ich die eigentlich nicht an? Warum wusste ich nicht, dass wir das spielen? Ich hätte sie anziehen können. Es tut mir leid. Vielleicht die gucken aber nach außen, die kleinen Kraniche, und nicht nach innen, ne? Die können sich auch drehen. Die können sich auch drehen. Also nicht automatisch, aber sie... Das wäre so schön, wenn du so einen Knopf drückst und sich der Stuff da dreht. Nee, ich meine, ich kenne es von solchen Spielen wie Persona aus, ich glaube, das ist dann so eine Mittelstufe oder zumindest, dass du da drei verschiedene Jahrgänge dann dabei hast. Ne? Und die 11. Klasse ist hier wohl, was war das? Die 11. Klasse ist die mittlere Stufe. Mhm, okay. Von denen hier. Für Anfänger gibt es die Möglichkeit, Spiele-Tipps. Okay, und wie kriege wir haben eine die SMS jetzt gekriegt. Entweder Options oder wieder mal auf die Tab-Taste drücken, also auf das Touch. SMS. Ah, da, SMS. Oh, ein Club-Handy, wir sind in der Mitte 2000. Dienst ist nicht verfügbar, danke. Das ist die SMS, die wir gekriegt haben, dass der Dienst nicht verfügbar ist. Ja. Wartungsstatus des Gebäudes. Wie heißt das Spiel? Ja, obwohl ich muss mal gucken, es kann sein, dass ich den falschen Stream-Namen reingemacht habe. Du guckst nochmal weiter und ich guck mal, dass ich das hier einstellen kann, weil ich glaube, steht noch Remothered drin potenziell. Aha, du hattest also einen Favoriten, ja. Ich hatte das pro forma eingetragen, wo es hieß, mach mal Sachen. Ich habe aus Versehen auch schon mal einen Stream angekündigt vor ein paar Wochen, wo ich es gar nicht machen wollte. Und da haben halt Leute gesagt, wo ist der Stream? Also nicht mit uns beiden, aber ich habe nur ein paar Einstellungen verändert. Und man muss nicht mal auf OK gehen, damit dieser Stream angekündigt wird. Und die Leute haben auf einmal auf einen Stream gewartet, der nicht gekommen ist. Oh nein, das ist ja eine traurige Geschichte. Es war ziemlich traurig, aber heute ist es dem nicht so. Ich stelle das mal kurz ein. Wir sind okay, gleich wieder bei euch. Okay, also es wird hier irgendwas, die Schule wird gewartet. Das ist ja auch wichtig. Meiner Schule damals auch gewünscht. In der Schule habe ich häufig gewartet, nur die Schule wurde nicht gewartet. Oh. Darauf, dass die Schulstunde zu Ende ist. Was wollte ich nochmal streamen, ne? Zum Öffnen der Tür klein, oh Mann. Ist ja irgendwo, man vergisst wieder so viel, wenn man nicht mehr regelmäßig gestreamt hat. Was war nochmal die Einstellung? Wie kannst du da nochmal was anderes machen? Schlüssel, deswegen. So, warte mal, ich ändere mal kurz den Spielenamen. Das sah aus wie so ein Gruselschrank. White Cat Project? Nein. White Day, A Labyrinth Named School. White Day Pretty Girl gibt es auch, aber das ist, glaube ich, nicht. Hast du gerade Angst bekommen? Ja, weil was geraschelt hat, dachte ich. Oh. Es hat kaum, das ist, du hast Heilgegenstände Kaffee, gefunden. Kaffee, Soja, Milch, Beruhigungspillen sind die Kaffee, Sojamilch und Beruhigungspillen, davon lebe ich. Ja, ist auch ungefähr mein Büroequipment. Kaffee, Sojamilch, Beruhigungspillen. Oh, schau, eine Milch. Ich sehe nichts, es ist zu dunkel. Ja, nimm es doch einfach. Take it or leave it. Du. Hast du dich gerade vom Soundeffekt... Angespannt ich schon bin, das wird ein Spaß. Das wird ganz toll. Das wird wirklich ein großer Spaß. Oh, du benötigst Licht, um Items und Dokumente aufnehmen zu können und mit Gegenständen interagieren zu können. Drücke den Lichtschalter im Klassenzimmer, um das Licht einzuschalten. So, jetzt sind wir wieder zurück. Jetzt habe ich euch im Chat wieder im Blick. Jetzt solltet ihr auch das Spiel sehen. White Day, A Labyrinth Named School in der PS4-Fassung. Ich
bin wir hier. Gebt ihr uns mal ein bisschen Feedback, Leute. Sind wir zu laut? Ist das Game zu leise? Gegebenenfalls, weil dann kann ich hier noch mal ein bisschen randrehen an den Reglern. So, eine Notiz vom Klassensprecher. Byung Tae Kim. Gesundheit. Wegen dir hat mir der Lehrer das Lösungsmittel abgenommen. Ich glaube, er war wütend darüber, dass du es im Garten vergossen hattest und die Bäume hast absterben lassen. Oh, was soll ich denn jetzt tun? Ich habe doch morgen Chemie. Du wirst dich darum kümmern müssen. Entweder gehst du zu ihm und bettelst darum, oder du hast den Mut, es dir selbst aus dem Tresor des Turngeräteraums zu holen. Mhm. Merke, Lösungsmittel im Tresor des Turngeräteraums. Mhm. Ach ja, es heißt, er sei sehr vergesslich. Also versteckt er die Medaillen, die er erhalten habe, im Geräteraum und verwendet sie als Zugangscode für den Tresor. Okay, also wir müssen die Medaillen im Geräteraum uns angucken und dann kriegen wir den Zugriffscode für den Tresor, weil wir das Glück haben, dass der Lehrer sehr vergesslich ist, der uns das Lösungsmittel geklaut hat. Ist hier noch irgendwas? Ja, oder dem Klassensprecher halt. Wir recyceln das quasi. So. Endlich Sojamilch. Aber wir wollen das ja noch nicht benutzen. Ein bisschen lauter das Spiel machen. Ich mach das mal kurz, Leute. Schülerzeitung. Das ist die Schülerzeitung. Gott sei Dank, da ist die Karte drin für neue Mitschüler. Das heißt... Nicht erschreckt. So. War das Spiel ein bisschen lauter gemacht. Nicht, dass ihr euch dann beschwert, dass es dann zu laut ist gleich. Hier ist jetzt die Karte. So. Schön. Schöne Karte. Okay, also die roten Räume sind da, wo wir noch nicht waren, oder? Mhm. Gut, gab es eine Questliste? Er musste doch in ein bestimmtes Klassenzimmer rein, ne, um ihr das Geschenk zu geben. Ist das so? Nee, okay, das ist doof. Ist nicht. Aber ich sehe auch nicht, dass hier Aufnahmeraum, Senderaum... Ja, der muss, ich glaube, 2.11 müsste es gewesen sein. Aber irgendwo müssten wir ja auch noch eine Questliste quasi haben, was wir machen müssen, ne? Geh mal auf Notiz. Das sind die Notizen, die wir gefunden haben. Gerüchte und Geistergeschichten. Vielleicht auch bei den Sachen, die wir dabei haben, dass es dabei steht. Ja. 11. Klasse, Klassenzimmer 11. Klasse. 8. Also ist es dann quasi 11.8? Anscheinend, ja. Und wir sind jetzt hier bei 2. Okay, ich verstehe nicht, wie diese Zählung ist. Ich würde gerne ins Tanzstudio gehen. Da kommen wir noch hin, glaube ich, wenn wir das Lösungsmittel brauchen. Im Tanzstudio? So, aber könnte ich das hier jetzt auch aufmachen, dass wir quasi durchkommen und dann... Probier es mal, sollte eigentlich gehen, ja. Wenn die von der anderen Seite brauchte ich einen Schlüssel. Ach, nein. Ach, ich bin ein Trottel, ey. Oh. Bist du durch die Leiche wieder durchgegangen? Ich stand hier eben vor und hab gedacht, oh, da brauche ich einen Schlüssel, ja, dann geh ich mal außen rum. Naja. Passiert im Besten. Ist es warm bei euch, fragt der Chat. Nee, es geht meines Erachtens gerade. Interagieren. In der Nähe von Objekten, mit denen du interagieren kannst, wird das Kreissymbol angezeigt. Wenn der Cursor auf das Icon gerichtet ist, drücke X, um zu interagieren. Durch gleichzeitiges Halten der R2 und Bewegen des R3, ist das R3, kannst du den Cursor gezielt ausrichten. Schnuppdiwupp. Alles klar. Ich glaube, da ist noch jemand in der Schule. Hm. Aber warum? Ah. Aha. Die Damen? Hm. Oh. How do we get in? Yeah. I wonder how we can do it. Ich bin nie auf die Idee gekommen, nachts in die Schule zu gehen. Oh my, you totally startled me just then. Oh, ja. Wie antwortest du? Ich hab mich auch erschreckt oder tut mir leid, ich wusste nicht, dass ihr hier seid. Rechts. Weil ich hab mich ja nicht vor denen erschreckt, ja, sondern vor allem anderen. Mach das. Oh, I've seen him. He's a new transfer student. Really? Anyway, willst du Sirenen, die mich jetzt auffressen, welchen Mann bin? I'm Sung-ha Kim, homeroom 8. Komm vorbei, Boy. Hee Min Lee. Mhm. Also, warte jetzt mal. Also, sie hat uns gerade, korrigiere mich, wenn ich das falsch liege, aber ich glaube, sie hat uns ein bisschen schöne Augen gemacht gerade, oder? Mit ihrem lasziven Gang auf uns hin. Meinst mit dem? Also, die Schultern haben schon so ein bisschen gesagt, hey, Austauschschüler, du willst mich schon, oder?
Ne? Wenn wir jetzt aber sagen, ey, Klassenzimmer 8, das ist doch da, wo So-Jung Han ist, ne? Dann ist sie vielleicht eifersüchtig. Lass die Optionen offen. Sag einfach, ich bin He-Man Lee. Und dann werden wir sehen. Vielleicht will sie auch uns auch... Ich bin He-Man! Ich bin He-Man Lee. He-Man Lee. This was out of the blue. But it's nice to meet you. So, why did you come to school at this hour? Weil ich dich sehen wollte. Mhm. Oh, nee, ich habe was liegen lassen. Ja, das ist ein bisschen... Das andere ist sehr gemein, finde ich, ja. Ich denke gerade an Ken Lee, live a different out. I Ken Lee. He-Man Lee, nicht Ken Lee. Oh, ach so. I'm glad that you're here. You are going to help me out. Ist das so? Madame. Hä? Wobei soll ich dir helfen? Okay, es klingt ein bisschen barsch, das auf der linken Seite, aber ich glaube, wir sollten lieber fragen, das helfen, anstatt das Warum ist dann auch sehr abweisend. Es ist irgendwie beides nicht so proper, aber... Ja. Just something. Follow me. Es passt halt überhaupt nicht mit dem, was sie sagen, nee. Und den Untertiteln zusammen. Ich glaube nicht, dass sie die Englischen und die Deutschen gleichzeitig übersetzt haben. Das sind wahrscheinlich alles durcheinander Sachen. Oh, kannst du ihr folgen? Oh. Kannst du hier kurz warten, während ich dort nach anderen Sachen gucken gehe? Oh, you're so annoying. Er selber? Ja, geh doch, Madame. Ja, es muss erstmal, die Animation muss erstmal weiter sie vorbeigehen. Sie geht in die Toilette, ja, ich soll mit ihr... Aha. Du gabst bei Grudge nicht aus, Mann, ist hier für noch solche eine Toilette? Dinge bin ich nicht hergekommen. Was machst du denn nachts auf der Toilette? In der koreanischen Schule? Ist die Frauentoilette, ja? Ich glaube, du bist tot. Nö, jeden Tag. Ich meine, soll ich hier jetzt ein Penny leihen dafür, dass sie... Ein Penny gibt's ja wahrscheinlich nicht. Wie genau soll ich dir hier drin bitte helfen? Also ich soll hier warten, bis du da drin fertig bist. Na, sie will ja wahrscheinlich nicht, dass wir Spalier stehen, nur damit sie da gerade einen ablassen kann. Was sollen wir genau hier machen, würde ich sagen, ne? Oder? Also was, ja. Wie genau soll also ich dir würde, bitte ja, helfen? Genau, ja. Why? Worried I want something weird? Hoffen drauf. I left my book in the home ec room. I can't get in because it's locked. Sei doch ruhig. I happen to know that the keys are in the auto shop classroom. But it's locked as well. Also muss ich dir durch den Schacht heben, ja? Ja, ich muss in so einen Schacht? Du musst durch den Schacht aus der Frauentoilette. Okay. Du hast kein einziges Mal Rücksprache gehabt und hast gleich okay gesagt, ne? Weil du doch auch okay gesagt hättest. Ich hätte sowieso okay gesagt. Wir wissen ja, wie das mit Frauen in Videospielen ist. Meistens bin ich da eher der abweisende Part und du sagst ja, komm, lass heiraten. Ist das wieder die Jesse Williams Nummer hier? Ja. Ich habe das Bild auf Instagram gesehen, den Photoshop. Du kannst mir da nichts vormachen. Gregor, ich habe dir alles erzählt. Du hast nur nicht... Ehrlich jetzt? Koreanische Toiletten, ja, Squat. Ist das ehrlich so... Ja, warst du schon mal in Asien? Nein! Oh Gott, nein, jetzt hör mal, ich flieg doch nach Japan, scheiße, jetzt muss ich auf solche Toiletten dann drauf. Oh, eine Münze! Oh, auf der Frauentoilette. Spezialmünze der Schule. Ich kann sie verwenden, das ist toll. Was ist denn das für ein Mülleimer? Eine Leiche. Ich glaube nicht, dass da eine Leiche ist. Oh, das wäre meine, also jetzt fahre ich mit dir wieder nach Asien. Ich war noch nie dort, aber ich fahre auch nie nach Asien, Punkt. Schnitt, du bist in Asien. Puff! Nein, es gibt ja zwei Optionen, oder drei Optionen besser. Du hast eine westliche Toilette, wenn du in Hotels bist wahrscheinlich. Du hast so eine traditionell japanische Geh-in-die-Hocke-Toilette. Oder du hast dieses Space Shuttle, da wo du lauter Knöpfe hast und irgendwie dir Filme angucken kannst drauf. Großartig, ein Drahtgitter blockiert das Lüftungsfenster. Ich nehme dieses und schlage es damit ein. Was ist am Fenster da oben? Also ich brauche irgendwas, um das ja, aufzumachen. Ja, red nochmal mit jetzt dir. Jetzt müssen wir aber sowieso uns auch nochmal absprechen, weil ich wäre prinzipiell ein Spieler, der jetzt zurückgeht, um nochmal in den anderen Räumen zu gucken. Erstmal. Ich würde es auch machen. Das Einzige, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ist da ein Time Limit oder sowas? Oder wartet die, bis wir sie zurückbringen? Wenn wir jetzt rausgehen, ist die auf einmal... Ich glaube, sie wartet. Ja? Dann würde ich mich erstmal umschauen, weil wir brauchen ja wirklich, um überhaupt da durchzukommen, eine Drahtschere. Ah, wir hätten ja auch hier mal ins Männerklo gehen können. Die sehen nicht viel anders aus. Ja, wenn da eine Leiche drin ist, möchte ich sie finden. In Frankreich gibt es vereinzelt auch solche Toiletten. Ja klar, es, also in... Ja, das hat meine Mama mir immer erzählt und dann wollte ich nie nach Frankreich und dann war ich da, aber es war besser, als ich dachte.
Wegen der Toiletten wolltest du nie nach Frankreich, aber es war besser, als du dachtest. Es war nett. Ja, das ist doch okay. Das kann man machen. Hallo. Ich habe schon 2 Filzstifte. Das ist top. Ich hoffe, dass die das nicht mit den Urinalen dann auch so machen. Was jetzt? Dass so die quasi, einfach im Boden dass sind? Du in die Hocke gehst oder so. Nee, hier war ich doch. Nach oben erstmal. Was? Naja, es ist ja so asiatische Toiletten, I don't know. Ach, hier ist da ein ist abgeschließt. Was ist das? Gut, lass uns lieber nicht anfangen, jetzt über Toilettenkulturen die ganze Zeit zu sprechen. Wir müssen uns auf das gruselige Korea-Ding hier konzentrieren. Ich gehe hier rein. Oder auch nicht. Ich gehe hier. Okay, ich gehe hier nicht rein. Ich habe gar keine Lust, da reinzugehen. Die Tür geht nicht auf. Da ist auch ein Schlüssel drin. Ist auch einer, ne? Ist das eine Beschwerdebox? Ein Kummerkasten. Warum kann ich denn da nichts machen? Weil der Schlüssel dran ist vielleicht? Ja. Ach. Oder da hängt irgendwann mal später so ein Ding draus, was du da lesen kannst. Also die ganzen Türen gehen nicht auf, ne? Okay. Da hinten liegt was. Weiß. Das ist eine Schere, oder? Ich muss die Nummer... Ah, eine Drahtzange. Eine Drahtzange. Irgendwie zieht sich das durch, dass wir immer Drahtzangen brauchen. Mhm. Lieber das als eine Bratzange. Eine Bratzange. Ich werfe die Nachbarn uns was zu grillen rein. Ihr müsst noch mal zum Klo zurück, um zu entdecken, dass ihr die Zeit zurückdrehen könnt. Das war Life is Strange, Leute. Ah, schau, ich könnte jetzt hier was für meine Münze kaufen, wenn wir wollen. Okay, was willst du denn? Oh, das ging mir zu schnell. Ich möchte dieses leckere Gericht. Ich habe keine Münzen. Ich habe sie doch da reingetan. Ah. Okay, vielleicht kosten die ein bisschen mehr Milchkaffee. Dafür hätte ich mich auch entschieden im normalen Leben. Ja? Ich liebe Milchkaffee. Wenn mir jemand eine Freude machen möchte, dann kann er mir einen Milchkaffee kaufen. Oder einen Milchshake. Oh. Ja, dürfen wir uns nicht eine Auswahl an Werkzeugen mitnehmen? Ich nehme die Leiter mit. Reparatur der Beleuchtung. Verkabelung der Werkstatt wird länger dauern als gedacht. Reparatur erfordert umfangreichere Bauarbeiten. Die Entfernung der Ventilation zwischen Werkstatt und Klassenzimmer, bäh. Wird notwendig sein. Okay, ich möchte ja die Leiter mitnehmen. Ah. Oh. Willst du da rangehen? Natürlich. Aber welches klingelt denn? Ich würde links sagen. Oh, wenn ich mich umdrehe, steht da jemand oder so. Dreh dich noch nicht um. Guck erstmal, ob du irgendwo rangehen kannst. Hallo? Nee. Muss ich es vielleicht... Okay, jetzt drehst du dich um und da steht... Oh, du hast gerade nur eine Leiter genommen. Da ist nichts passiert. Und ihr fragt, warum das hell ist. Genau deshalb. Oh mein Gott. Da ist noch nichts passiert, Katharina. Es ist noch nichts passiert. Oh, da liegt was. Geh weg. Lass mich. Da liegt nichts. Das ist eine Leiter. Doch. Eine Schulmünze. Ja, ein Kaffee reicht das mal. Die haben jetzt fast okay, also es hat einmal geklingelt, aber nicht mehr. Brauchst du denn die Leiter? Um auf der Toilette das... Achso, ich dachte... Ach, okay, ja. Nee, stimmt. Es ergibt ja keinen Sinn, dass uns das Mädel der Räuberleiter gibt die ganze Zeit, ne? Das kann sie bestimmt gar nicht. Puh. Jetzt so... Ey. Okay. Unten? Irgendwas? Das ist ja komisch. Da kannst du nachher drin deine Leiche verstecken oder so. Das ist doch eine tolle Idee. Gibt es wirklich Schulmünzen in Korea? Anscheinend. Vielleicht ist es aber keine, also nicht in jeder Schule eine einzelne Währung, sondern so eine allgemeine. So. Siehst du, jetzt kann ich da nämlich hochklettern. Und dann mache ich Schnippschnapp. Schnipp. Das ging einfach. Ja. Silent Hill ist ein Witz dagegen, sagt der Chat. Da hat Chat wahrscheinlich recht. Jetzt sind wir bei Metal Gear angekommen. Da geht halt auch noch ein Gang ab. Oh oh. Alter. Was geht denn hier? Ich glaube. Ist voll der Home Run. Oh no.
Okay. Oh. Ich glaube, ich mag keine Jungs. Weißt du, einmal die Hausaufgaben nicht gemacht, ne? Ja, hilft ja nichts, ne? Ich gehe doch lieber nach rechts, geht nicht, ne? War? Ist es der, der heiße Dampf da von wegen Reparatur? Ich glaube, da kannst du wahrscheinlich so, ja, wir können es mal testen. Ja, links kann ich noch. Oh nein, man hört ja, was wir sagen. Ja, man, das hat ein Stream nun mal so an sich. Man, ich meine nur, manche Dinge muss man sich dann auch mal verkneifen. Ja, das ist gut. Oh Gott! Geh da jetzt durch. Geradeaus, rechts, links. Links. Machst du nicht, ja, oh nee, das, oh, da sind Spinnweben, wenn du links guckst. Hallo? Kannst du da durch? Ah, da kannst du es zudrehen. Okay. Oh! Rätsel. Ja, das ist echt schlimm. Weißt du, Katharina. Ich fühle mich so unter Druck gesetzt. Katharina, und du zeigst mir vorhin noch Videos, wie du mit einer Freundin zusammen. Nelly war das. Hallo Nelly. Hallo Nelly. Until Dawn gespielt und gesagt, guck mal, die erschreckt sich da bei den kleinsten Sachen. Nein. Es war schon so, dass ich zu ihr gesagt habe, dass ich für das erste Spiel, also das hättest du mir als 80-Stunden-Spiel verkaufen können. Ich hätte es geglaubt. Ich habe wirklich lang gebraucht. Und könnt ihr jetzt nachvollziehen, wie das bei Lea Sophia abgelaufen ist, Leute? Wie schön das war und dass Gregor das unterbunden hat. Puh. Geht da durch. Ich habe auch kein Problem mit Spinnen, so ist es nämlich. Ja. Gott sei Dank. Okay, dann kannst du jetzt wahrscheinlich da hinten durch, würde ich sagen. Geradeaus oder rechts oder links? Also hier ist ja auch noch... Oh, kannst du hier gucken? Nicht, dass ich da reinplumpse. Das möchte ich nicht riskieren, ich gehe lieber weiter. Ja. Weil das war aber auch richtig mit dem Dampf, ne? Ja. Ja, der Dampf war ja da hinten durch die Ventile. Oh, ist da... Ah, noch eins. Hier ist auch nichts, ne? Nee, nicht, dann mach das Ventil da nochmal. Ich glaube, die musst du beide abdrehen wahrscheinlich, damit dann... Es waren ja zwei Düsen. Ah, ja. Oh, jetzt habe ich der Chat abgelenkt. Jetzt habe ich hier Blödsinn gemacht. Okay, also und jetzt links, ne? Erstmal nach links, ja. Ja, genau. Siehst du, die beiden haben aufgehört. Gut, dass wir eine Schere dabei haben. So, das war ein Lehrer mit einem Baseball, der den Schüler da gehauen hat. Das ist oder aber nicht der Raum, ne? Der Hausmeister. Wir haben gesagt, ihr sollt nach Hause gehen. Verlasse meine Schule. Oh oh. Oh, was ist das? Warum wackelt der Safe? What the hell? Kannst du wieder hoch? Wahrscheinlich kann ich wieder hoch, Gregor. Genau dafür ist das Spiel gemacht. Okay, dann guck schnell, bevor die alle hier auftauchen. Kannst du da was nehmen in der Mitte? Da liegt was, ne? In der Mitte vom Kreisel liegt was. Ich muss da doch reintreten. Ja. Nimm das. Es geht nicht. Tritt mal drauf. Wo ist denn der... Oh, mach den mal aus. Von daher ist verbogen, die Metallreaktivatur wird mehrere Tage andauern. Sollte die Korrosion eine Auslage von Alarm auslösen, kann dieser vorübergehend durch die Verknüpfung der dritten und vierten Steckleuchte unterbrochen werden. Also die dritte und vierte Steckleuchte verknüpfen. Wo sind denn die Steckleuchten? Die sind anscheinend nicht da. Ah, da. Okay. Die dritte. Ah, 1, 2, 3, 4. Ja, toll. Ich war in Physik ja super. Es sind einfach nur, glaube ich, die Kabel, wie sie verbunden sind. Gar nicht. Ja, der Strom kommt ja nur über die 1, ne? Du musst mal, drehst mal so, dass es auch auf die 2 geht. Aber den erreiche ich. Und dann drehst. Ja, wir können da. Nochmal? War das nochmal? Ah, ne, es geht nicht, ne? Naja, es wäre ja. Warte, wie wäre das denn? Ah, da. Sehr gut. Hast du fein gemacht. Ich war immer sehr gut in Physik. Ja. Das ist das, worauf ich hin wollte. Und ich dachte gerade, da fliegt eine Hand raus. Ich reiße mich jetzt ein bisschen zusammen, okay? Okay, ein kleines bisschen. Wie lange werden wir streamen? Wir gucken mal. Ich bin sehr begeisterungsfähig einfach, weißt du? Deswegen ist es ja auch schön. Es war anscheinend die richtige Wahl, das zu spielen. Bisher zumindest.
Ein Glücksbringer. Das kann ich gut gebrauchen. Danke. Für Hauswirtschaftslehre. So, und jetzt kann ich gucken, was das da ist. Oder auch nicht. Es ist einfach, ich war einfach nur rausgeflogen. Es war inmitten von diesem Dämonenkreis. Es sah wirklich aus, als wenn das da reingehört. Ja. Hauswirtschaftslehre. Was wäre das wohl bei uns? Hauswirtschaftslehre? Love is merely madness. Warum steht das da? Ah, damit kannst du... Was prägen, aber ja. Was? Soll das ein Schlüssel sein? Es sieht ein bisschen, oder so ein Kochlöffel. Sieht aus wie so von einem Reiskocher, wo du... Ich würde gerne einen Reiskocher herstellen. Ich meine den Löffel, den du bei einem Reiskocher benutzt. Das ist keine Maschine, die Reiskocher herstellt. Was kommt... Oh. Huh. Not bad. Hallo, die will was. Also, diese Schule scheint ein gefährlicher Ort zu sein. Und ich glaube, der Hausmeister ist wahnsinnig. Lass sie uns warnen, ja. You're not trying to scare me, are you? I'm not that gullible. Oh, but did you know? This school used to be a hospital during the Korean War. Natürlich. The whole school is haunted. Because so many people died here during that time. Maybe the rumor's true. I mean, especially on a night like this. Oh! Ich wäre tot. Im echten Leben. Ja, guck mal, er fasst auch schon an sein Herz hier. Oh, the doors are probably all locked by now. They lock all the doors after 10. Except for the lecture hall lobby, that is. If we want to leave, we have to go to the lecture hall. You know the new building, lecture hall, and here are all connected, right? Here. Wer ist sie, dass sie all die Schlüssel hat? Could you open it on your way out? Das ist bestimmt keine Schülerin, sondern auch im Krieg gestorben und ist ein Geist. Ja, aber ist sie nicht die, die da namentlich in dem Brief erwähnt wurde? Du meinst bei Seungmina hier in die WC, Hachipuchi? Also nicht der, warte, bei den Dokumenten. Also, diese Notiz des Klassensprechers. Hat sie nicht so vorgestellt? So, Byung Tae Kim? War das so? Wisst ihr das, Chat? Oder wär doch ganz nett, wenn sie uns quasi dafür benutzt. Ja, ich glaube schon, dass wir schon ein bisschen benutzt werden hier. Wir haben ihr natürlich jetzt hier ausgeholfen, aber... Die hat, denke ich mal, auch ein bisschen Dreck am Stecken. Geht das Telefon wieder los? Ich wollte mal gucken, aber scheint nicht der Fall zu sein. Dann müssen wir tatsächlich wohl da lang gehen, wo sie will. Komm, mein Chat wird auch wieder erwähnt. Ich finde das Remake wirklich gut gelungen. Ich habe das Original ja leider nicht gespielt. Spielen noch ein bisschen lauter. Na gut, ich drehe es noch ein bisschen lauter, nur ich habe die Angst, dass dann... Und ich dann so, Überboostet. Überboostet. Ich speichere mal. Kannst du das? Was ich alles kann? Verbleibende. Ah, ich brauche Filzstifte zum Speichern, ehrlich? Ja, das sind die, das sind die Farbbänder von Resident Evil, sind die Filzstifte hier. Oh no! Das ist wahrscheinlich, wenn wir easy gemacht hätten, können wir speichern, wie wir lustig sind. Aber das ist doch eigentlich ein schöner Moment zum Speichern, oder? Das ist ein schöner Moment, ja. Wir leben noch? Ich hätte gedacht, dass es Autosave macht dann die ganze Zeit. So. Dann kommen wir ja da hoch jetzt. Muss man zum Speichern in Hamburg in die Speicherstadt? Ja, nicht wir fahren ganz. Da sehr oft hin. Ja. Oh. Wenn ich mal einen Quicksave machen muss, dann lassen wir mit dem Taxi kurz vorbei. Die Gamer-Ecke da, die Speicherstadt. Du kommst nur mit der Memory Card rein. Was? Oh, Quicktime oder sowas? Der mit seinem Humpelbein. Okay. Du bist einfach nur um die Ecke gelaufen. Alright. Der Humpelhausmeister. Was ist denn mit ihm? Ich glaube nicht, dass der das darf. Der darf das sowieso nicht. Nee. Oder in Korea darf man das vielleicht. Ich mag den nicht gern. Oh, that was close.
If you sneak in at night, the janitor gets terribly angry. Ja, offenbar. If he catches you, the punishment is harsh. Wenn ihr das schon wisst, wieso schleicht ihr euch nachts hier rein? That's scary. Why would you say something like that? What? Das ist verrückt. Nee, das macht mir jetzt Angst, das ist ja. I'm in your homeroom. Remember? Oh, Liebesdreieck, Viereck. Ne? Die steht auf uns. Ja, du warst mir. Lass uns. Die hat bestimmt geringes Selbstvertrauen. Natürlich können wir uns daran erinnern. Weil die mit so jung unterwegs war. Well, I guess everybody knows her actually. Alle Schafe auf so jung. I'm Jihyun Seol. You're Human Lee, right? Stimmt, wir sind He-Man. Unsere möchtegern Freundin ist so jung. Und die kommt aus Seoul. Ja? Ich muss so. Okay, warte mal. Also. Lass uns mal gucken. Mhm. Wir haben potenziell jetzt drei Schicksen an der Hand. Mhm. Ich glaube, so jung wollen wir, weil er will ihr ja das Geschenk geben und wieder das Tagebuch zurück. Die andere nutzt uns ein bisschen aus, aber ich glaube, die tut eben so, als ob sie auf dem Schaf ist, damit wir es dann bekommen. Ich glaube, da geht nicht besonders viel. Und die hier ist so ein bisschen, wenn wir ihre Liebe verschmähen, wird ihr uns bestimmt die Augen mit einer Schere ausstechen irgendwann mal. Aber es ist schon ein Horrorspiel und kein Sexspiel, ja? Das ist jetzt. Also gerade so, die tut nur so, die kriegen wir eh nicht. Also damit wir mal die Japano. Ich denke hier wie in einer Highschool in Korea. Ja, okay. Man muss ja alles mit einem logischen Hintergrund. Natürlich. ich würde die vielleicht, also wenn wir jetzt sagen, dass wir so jung etwas geben müssen, dann zählt die 2 und 2 zusammen, ne? Und ist eventuell, oh, da habe ich da eh keine Chance und den bringe ich dann einfach um. Oder so, ne? Sagt sie? Ich könnte mir vorstellen, so stille Wasser sind tief. Ich kenne andere Spiele, da würden die ein Messer, eine Schere in die Hand nehmen und die direkt in die Augen stechen. Ei. Ja? Ach komm, dann sag ihr doch, dass wir so jung was geben wollen. Vielleicht bin ich auch zu paranoid einfach. Oh, really? Oh, kein Bumsi mehr. I always see you alone. Don't you have friends? Dich. Oh, mach dir keine Sorgen, ich bin gerne allein. Ich habe dich, wir sind jetzt Freunde. Klingt sehr creepy. Das ist überhaupt nicht creepy, wenn man das direkt sagt, nachdem wir sind Freunde. Hihihihi. Doch, komm, lass uns creepy sein. Let's be creepy. Willkommen im Stream. Huh? Oh. Yeah, that's right. Sie ist gemeinsam mit uns creepy. Okay, I'm going to go now. Aber wir sind doch Freunde, geh nicht. Be careful. Achso, jetzt habe ich mich erschrocken. Jetzt will ich mich zusammenreißen. So, warte mal. Sollte er dich auf seinem Rundkanal decken, wird er dich verfolgen. Wenn du Licht benutzt oder dich schnell bewegst, steigt die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden. Auf Schwierigkeit leichter als normal wirst du mit einem Augensymbol vor dem Hausmeister gewarnt, wenn er sich in der Nähe befindet. Das haben wir natürlich nicht. No? Licht. Können wir den einfach erschießen oder so? Puh, wahrscheinlich nicht, ne? Na gut, lass uns weitermachen. Kannst du eine Lampe doch einschalten? Das ist ein Symbol, oder? War das nicht gerade? Achso, ja. Oder war das nur gezeigt, dass es. Dass du da irgendwas machen kannst, ja. Das stimmt, du kannst das Licht, glaube ich, hier mal anmachen. Ich hoffe, das ist das Licht und nicht irgendwie Alarm. Okay, da kann man auch. Das ist ein Büroraum. Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Ventilator. Da ist. Achso. Ein Feuerzeug ist da. Nun machen wir es auf und es ist gleich so ein abgesägter Kopf drin. Erstmal Feuerzeug. Bei der Verwendung wird die Umgebung etwas erhellt. Hilfreich in dunklen Bereichen, also dass wir da nochmal. Oh lala, Mensch. Mit R1 kannst du es. Wenn du zu laufen beginnst, erlischt das Feuerzeug. Der Lichtkegel ist sehr klein. Aber zumindest um Items aufzunehmen, sollte er passen. Aha. Geisterbaum. 5 Geisterbaum, okay. Mihaeyon machte sich schnellen Schrittes auf den Weg zum Klassenzimmer. Der letzte Sonnenschimmer war hinter dem Horizont verschwunden. Dunkelheit ärgerte sich über die Freunde. Obwohl sie noch mit Putzen beschäftigt war, sie boten keine Hilfen an und ließen sie einfach alleine. Als ihnen das Gesprächsmaterial ausgegangen war, das machte sie nervös, weil so viele Gerüchte da waren.
und es schlimmer zu machen. Weit und breit keine Schule, Schüler, ihr Herz schlug noch höher. Eine Topfpflanze wurde erblickt. Das musst du doch ein bisschen mit Pathos vorlesen. Ich mache hier kein Dramatic Reading. Ich will nur einfach wissen, was da los ist. Diese Pflanze hatte ihrem Klassenlehrer aus dem letzten Jahr gehört. Sie erinnerte sich an ihn und das, was letztes Jahr geschehen war. Okay. Ihr Klassenlehrer, Herr B., hatte Chinesisch unterrichtet in Korea. Nein. Er war ein stiller, schmaler Mann gewesen, der oft traurig wirkte. Er war nie freundlich und hatte sich weder auf Schüler noch auf Lehrer eingelassen. Das Einzige, wird groß geschrieben, was ihm am Herzen gelegen hatte, waren seine Pflanzen. Oh. Vor allem die Pflanze in seinem Klassenzimmer hatte es ihm angetan. Pflanze in meinem Herzen. In jeder Pause sah er nach ihr. Aha. Oh je. Oh Gott, das ist kein... Guck mal, es geht wieder um das Lösungsmittel, ne? Eines Tages vergoss ein Schüler versehentlich Lösungsmittel auf die Lieblingspflanze von Herrn B. Sie wurde schwarz und fiel in sich zusammen. Aus Angst vor schlimmen Folgen ersetzte der Schüler den Baum und beschloss, den alten zu verbrennen. Okay. Seine Freunde unterstützten ihn dabei. Sie brachten die abgestorbene Pflanze zum Verbrennungsofen und zündeten sie an. Sie gingen sofort in Flammen auf und schwarze Rauchschwaden stiegen in die Luft. Als die Flammen höher schlugen, ertönte ein lauter Schrei. Es war, als würde die brennende Pflanze vor Schmerzen aufschreien. Da kam Herr B. angerannt. Als er seine Lieblingspflanze in den Flammen sah, verlor er den Verstand. Bevor irgendjemand einschreiten konnte, warf er sich in das offene Feuer, um bei seiner sterbenden Pflanze zu sein. Sowohl Herr B. als auch die Pflanze wurden innerhalb von Sekunden von den Flammen verschlungen. Niemand sprach. Du hast es bereut, nachdem wir gesehen haben, dass jetzt 500 Seiten sind, ne? Ja, ja, ich hätte mir vorher überlegt. Okay, ich scroll nochmal runter. Also, das war ein Selbstmord von der Polizei und jedes Mal, wenn sie eine Pflanze sah, kalter Schauer über den Rücken, sie versuchte Pflanzen zu vermeiden, wäre sie nicht so in Eile, versuchte sie zu beruhigen. Alter, was geht hier? Große Erleichterung, dunkles Klassenzimmer, schnell öffnet sie die Tür. Doch was sie sah, war der Rücken eines über eine Pflanze gebeugten Mannes. Das war ihr Klassenzimmer aus dem letzten Jahr, Klassenzimmer 2 der 11. Klasse. B. Nee, 8 haben wir, ne? Klassenzimmer 8, oh Gott sei Dank. Ja. In der Hand hielt er die Leiche eines Hundes, dessen Bauchdecke aufgerissen zu sein schießt. Mit der Bitte? Okay, mit der anderen Hand war Blut verschmiert, dass die Pflanze hinter dem Mann mit Blut und Eingeweiden beschmiert sah. Der Mann näherte sich Michion und sagte, oh gut, mir ging bereits der Futter für meine Pflanze aus. The end. The plant. Wir müssen nicht alle Geschichten lesen, ja? Schade eigentlich. Ach Mensch. Noch ein Dokument, Installationshinweis. Ah, okay. Das ist, guck, das ist doch dieses Schlüsselding in der Werkstatt. Da kannst du Schlüssel mit kombinieren. Das ist natürlich schön. Oh, okay. Legen Sie zwei kleine Schlüssel in die Ablage. Bestätigen Sie den Hebel, um die Schlüssel zu kombinieren. Ein bereits kombinierter Schlüssel lässt sich nicht weiter kombinieren. Was ist denn das für ein Ding, dass man Schlüssel kombinieren muss? Der Montage. Legen Sie einen kombinierten Schlüssel auf die Ablage und dann wird er zerlegt. Mal sehen, ob wir irgendwie bestimmte Kombinationen machen müssen, um da weiterzukommen. Wahrscheinlich. Ne? Okay, es ist schon interessant, aber es hat schon fast Resident Evil-eske Züge, ne? Wo es heißt, klar, damit bestimmte Fächer geöffnet werden, müssen Sie Schlüssel kombinieren mit dieser Maschine. Juhu! Statt einfach Schlüssel zu machen. Universalschlüssel. So, dann wollten wir hier Lusha. Wir sammeln die Geistergeschichten, dann machen wir ein neues Format, womit du Dramatic Readings von Geistergeschichten machst. Oh, können wir ein Geisterformat Geschichten an. Und dann stellen wir das aber mit so Bettlaken nach, diese Geschichten. Ja. Und Stoffhunden. Sojamilch, endlich. Ja. Oder wir kaufen verschiedene Fake-Ohren für Abby, die dann alle möglichen Tiere darstellt. Das wäre so toll. Abby, du bist ein Elch. Und sie so, ja, das wusste ich bereits. Ich meine... Ich weiß nicht, wie Elche tun. Ich, ehrlich, guck mal. Ich bin jetzt hier festgelaufen. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich sie das... Mach es wieder zu. Grrr. Im echten Leben wäre das nicht so. Oh, okay. Ist das dieses Ding, wo ich die... Kombination? Das Augensymbol, was da oben ist, bedeutet das jetzt, dass der Typ in der Nähe ist? Nein. Ah! Schnell, 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 schnell! Er bringt mich gerade um hier! Der tötet mich gerade! Katharina, ist alles gut? Ja! Ist alles gut? Ich meine ein bisschen. Ist alles in Ordnung?
Gott, oh Gott. Es tut so weh. Beruhige dich erstmal. Beruhige dich erstmal. Ich glaube, du spielst jetzt erstmal weiter. Ja. Vielleicht werden wir es auch einfach auf Very Easy und wir verzichten auf die Kämpfe. Okay. Es tut uns leid, Leute, wenn das jetzt ein bisschen zu laut war. Ja, für mich war das auch nicht leicht. Schade, dass man nicht zurückspulen kann. Ihr könnt zurückspulen, wie ihr lustig seid. Das ist YouTube, Leute. Puh. Was bedeutet das Auge? Das war vor allem so ein Moment, wo ich dachte, ja, das heißt halt, ich muss einen Hinweis finden. Als du dann meintest, jetzt kommt bestimmt der Hausmeister, dann scheiße, das kann wirklich sein. Wollen wir das lieber storymäßig spielen, als jetzt, dass wir immer Angst haben permanent vor dem? Nein, das ist witzig, ja? Aber auch schlimm. Okay, dann ich muss einmal für mich die Steuerung umstellen. Ich gebe dir die Tastatur in die Hand, falls du was schreiben möchtest. Holy shit. Kann ich dir noch, brauchst du noch was zu trinken? Bist du einmal durchatmen? Ich hab alles, danke. Nimm ein bisschen Nervenschokolade gleich, wenn du dich beruhigt hast. Ich glaube, das ist... Oh, beste Idee, dass wir ein Horrorspiel spielen. Ich kann nicht zurückspulen. Oh. Ja, dann schaut euch das VOD an, wenn das gerade nicht geht. Aber ich dachte, ich habe es eingestellt, dass man ganz normal zurückspulen kann. So, einmal durchatmen. Der Hausmeister ist auf allen Schwierigkeitsgraden aktiv, nur weniger aggressiv und klug. Naja, also gerade hätte mich wahrscheinlich auch der auch sehr leicht niedergemetzelt. Okay. Laufen mit L1, ne? Genau, das war falsch. Ja, ich guck nochmal. Ich habe bisher es ja noch nicht gespielt. Ja. Irgendwas hat... Ist da ein Getränk rausgekommen? Nee, du könntest es kaufen, aber ich habe schon eins für uns gekauft. Du hast schon eins gekauft, ja. Es ist halt nur wichtig, dass ich zwischendrin, wenn ich trinke, nicht hingucke. So, das war die Tür. Kannst du gleich mal gucken, ob wir die ganzen Sachen noch haben, die ich jetzt eben eingesammelt habe, also die paar Dokumente und so? Wahrscheinlich nicht. Bei Geistergeschichten? Nee. Ja, tatsächlich nochmal neu einsammeln, okay. Ja, es hat uns hier rausgeworfen, weil da hattest du hattest aus dem Menü ausgespeichert, ne? Okay, dann kommt das hier, das überspringe ich gleich nochmal. Ja. Dann landen wir bei dem Mädel. Ja. Das heißt, in dem Raum waren wir eigentlich relativ sicher, aber in dem anderen. Strafe, das nennst du Strafe? Ja. Tagsüber ist er sehr nett, wenn du weißt, was er hier macht. Anyway, he's nice in the daytime. What? You're the transfer student. Klar, du bist doch. Jetzt so jung unterwegs. Wir kennen uns schon. Das hatten wir hier mit so jung. Ich sag mal, ich habe ein paar Sachen zu erledigen. Vielleicht, das war natürlich alles geplant, damit Gregor die anderen Antworten noch vielleicht opfert sie sich für uns. Wir machen das einfach strategisch. Oh, mein Herz. Oh. So gruselig war das nicht. Ich habe ihn wegen dem Schrei erschreckt, sagen die Leute. Ich glaube, Gregor und sich auch. Tja, das war auch so ein bisschen, ich habe dich. Und es ist jetzt schon aus meiner Erinnerung gelöscht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie dieser Moment war. Ich habe es einfach verdrängt. Das ist einfach, es ist hinter dir. Okay, guck mal, da war das Augensymbol. Okay, mit L. Genau, da kann der böse Mann kommen und dann müssen wir erst die Sachen neu sammeln. Also ich kann das Ding nicht nehmen, wenn es hier nicht hell ist, ne? Ja. Also guck mal, das Auge taucht hier nicht auf gerade. Wobei es, wir haben es auf normal, ne? Ja. Mit der 1 kannst du für Licht sorgen. Ich mach das Licht mal aus. Da, siehst du das da draußen? Das Licht, ja. Und hinter dir zumachen. Genau, jetzt wieder links.
Oh. Okay, das hat nicht funktioniert. Aber fand ich, war schon gut. Und jetzt zu. Hatten wir das? Das habe ich eingesammelt. Okay. Jemand findet deine Glatze heute sehr erotisch. Ja, dankeschön, wer auch immer du bist. Mr. Knister. Aber jetzt haben wir die Sachen da verpasst, aber es ist auch vielleicht nicht schlimm. Es ist mir jetzt auch... Also wir können ja wieder zurück zur Not, ne? Gibt es denn einen Schleichen-Button? Es gibt einen Laufen-Button. Ich kann hier das Feuerzeug. Oh, kommt das jemand? Liebesbrief. Oh, der ist aber schön. Kannst du ihn öffnen? Nee. Untersuchen. Öffnen kann ich ihn nicht, nein. Ja, hier sind Stimmen, weil da draußen Menschen sind, die sich sehr laut unterhalten und stören. Die sind hoffentlich nicht weg. Hoffe ich auch gleich mal. Oder wir machen das Fenster zu bei den großen Temperaturen hier. Ja. Ich mach's ein bisschen leiser. La 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 la. Okay. Jetzt sind wir ein kleines bisschen leiser, aber ich glaube, da hört man die Stimme auch von außen. Nicht so ganz. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich jetzt sagen. Vielleicht mache ich mal eine Angstschokolade auf. Die natürlich nicht mehr gekühlt ist, sondern butterweich. Aber Schokolade ist weiche Schokolade. Zweiter Stock. Und meine Health erholt sich auch nicht. Nee, weil wir Sojamilch dafür haben. Ah, okay. Ach, das mit dem Speichern finde ich auch ein bisschen scheiße, dass wir natürlich Filzstifte haben müssen. So. 4. Die in den Schrank gesperrte Frau. Lass mich raten, 18 Seiten. Es war eine Maus, die drin gefangen ist. So, die Schüler glauben, dass der Geist immer noch hier umher war. Und wenn man nachts den Schrank öffnet, streckt sich hier krummer Hals auf. Okay, schön. Oh Gott, aktivieren wir mit den Geschichten die Geister? Kommen die denn nur, weil wir die Geschichten gelesen haben? Eventuell. Aber zum Glück ist es... Grudge hier doch nicht rum. Ich habe nur je gesagt. Boah, was ist denn das hier? Tonstudio? Du hast eine Karte, du kannst gucken, wenn du möchtest. Okay, wo ist die Karte? Recht. Im Aufnahmeraum. Aufnahmeraum, okay. Wo waren wir? 2.11 oder so, ne? War das... Oh, die ist wirklich... Die ist mittlerweile sehr weich. Soll ich die einfach nochmal in den Kühlschrank tun? Passt schon. Ich glaube, dann trinken wir die nachher aus. Okay. Kakao. 2.11 müsste es sein, ne? Wo wir hin sollen. Ich kann eh nur den einen holen. Hier unten liegt aber was. Blutiges Arbeitsbuch. Mhm. Ein Mathematik-Arbeitsbuch mit Blutspuren. Ja, so sah das ungefähr auch aus, wenn ich mit Mathefrust meinen Kopf auf das Buch knallt habe. Ja. Das ist für die Hausaufgaben. Zack, zack, zack. Ach. Die meisten Geister kann man leider nur auf Schwierigkeitsgrad schwer sehen. Auf normal nur einen Teil, wird im Chat gesagt. Gott sei Dank. Dein Geister mag ich ja. Wenn ich jetzt sage, ich bin gar kein Angsthase, glaubt mir das eh keine mehr. Aber so Gruselgeschichten mag ich sehr gerne. Ich kann nur nicht so gut gruseln. Wieso ist da das Licht angegangen? Kann ich nur die Tür aufmachen. Da ist eine Pflanze. 2.11, ne? Im Senderraum warst du auch noch nicht. Ja, aber ich will das mal zu 2.11 gehen. Und dann, weil so alles nacheinander in Ruhe weg angucken, haben wir schon gesehen, das wird wahrscheinlich den Hausmeister wieder auf uns rufen. Wir gucken es bei Gelegenheit an.
Ja, die Blutspritzer sind ja quasi wie sowas wie unsere Lebensleiste, ne? Und es gab eben die Frage, ob die so bleiben. Die bleiben jetzt, bis wir uns geheilt haben. Ja. Und das können wir mit Milchkaffee und Sojamilch. Und Beruhigungstabletten, die ich auch gut gebrauchen könnte. Beruhigungstabletten? Mhm. Hätte ich das geahnt. Oh oh. 2,8. Fuck. Das war klar. Oh, ein Schlüssel. Nee. Diese Musik auch noch, ey. Was? Koffein drin ist. Was geht denn hier? Ist das nämlich auch wie Kaffee und der regeneriert die Lebensmittel? Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Das ist komisch, hier ist alles verschlossen oben. Ist die ganze Zeit aber auch schon gewesen. Ah! Was ist das? Ein Lutscher. 2. Siyum. S-Y. Steht das für so jung? S-Y-J. Oh, sie hat schon einen Freund. Joey Michaels. Joey, so jung und Joey Michaels lutschen den Lutscher für mehr Abwehrkraft. Was sind denn das für Poster hier? Ich will, dass Katharina eine Live-Reaction von Paranormal Activity macht. Ich bin ein... Ich weiß, ihr glaubt... Ich kann jetzt sagen, was ich will. Ihr glaubt es mir eh nicht. Aber ich mag Horrorfilme sehr gerne. Es passiert dabei auch sowas, aber es heißt ja nicht, dass ich das nicht... Also es ist ja auch irgendwie spannend. Und Horrorfilme gucke ich halt meistens so. Mit einem großen Kissen. Sicher ist sicher. Und Abby so. Kissen haben wir genug hier. Irgendwas ich war doch... Ich habe Paranormal Activity sogar im Kino gesehen. Alle drei, die ich noch gut fand am Anfang, als ich sie das erste Mal sah. Okay, hören Sie, also. Herr Sohn. Herr Sohn. Mr. Sun. Ich habe die Tür... Ach ja, tatsächlich. Ach nein. Ich habe die Tür zur Lobby im ersten Stock vorübergehend verschlossen, da sich einige der Kinder in dem abgesperrten Gang zum Hörsaal geschlichen haben. Sollten Sie den Schlüssel brauchen, finden Sie ihn im Schlüsselkasten am Hauptbüro. Den Zugangscode habe ich in unserem Werkzeugkasten versteckt. Was ist der Werkzeugkasten, der ganz unten war? Es in der Lobby? Vielleicht ja noch mehr. Also wir haben ja geguckt in den Werkzeugkasten. Das stand ja nur, es gibt da einige Werkzeuge, oder? Irgendwas war mit dem Tongeräte-Ding auch hier, ne? Wie war das nochmal? Dass die... Ah ja, hier, warte mal. Der Tongeräteraum ist hier nebenan. Das Lösungsmittel ist hier drin. Also versteckt er die Medaillen, die er erhalten hat, im Geräteraum, verwendet den Zugangsgang für den... Okay, also der Geräteraum ist Tongeräteraum. Meinen Sie das damit? Fotografie AG, Wander AG, Tongeräteraum. Abgeschließt. Asena weiß natürlich wieder total Bescheid. Sie sagt, vorhin konntet ihr noch nichts mit dem Werkzeugkasten machen, weil ihr ihn noch nicht gebraucht habt. Oh, das ist blöd. Das finde ich gemein. Ich hasse das sowas. Das ist natürlich... ich dachte, der geht gleich auf und macht so... Der geht auf und frisst uns gleich. Und gleich macht das wirklich und dann guckst du aber doof. Uff. Ich kann mich hier umdrehen, wenn ich lustig bin. Okay, also ich kann hier... Nichts. Oh, da ist noch was. Schon mal auch nochmal so eine Schulmünze. Kannst du gleich nochmal da gucken? Ich würde gerne nochmal rausfinden, was das Ding da ist, weil mit dem einen hatte ich doch auch was gemacht. Da kannst du nämlich immer Schubladen aufmachen irgendwie. So ein. Was ist was? Ein Ofen? Was soll das denn sein? Ich weiß es nicht. Irgendwie. Aber irgendwie, also in irgendeinem davon muss ja mal was drin sein, weil sonst macht es ja keinen Sinn, dass die aufgehen, oder? Ja, ich habe den Eindruck, da sind immer so abgetrennte Köpfe drin oder sowas. Oder es sieht aus wie so eine Box mit der... Ah, da könntest du jetzt auch wieder speichern. Nee, aber schau, wir können immer speichern. Wir haben immer noch 2 Filzstifte. Vielleicht haben wir noch einen gefunden. Nee, haben wir nicht. Okay, ich speichere einmal hier. Ja? Mhm. Da stand verbleibender Filzstift 1. Aber ich bin eigentlich sicher, dass ich keinen weiteren... Ich war mir auch ganz sicher, dass wir 2 hatten. Und du ja einmal gesaved hast.
Krieg ist der erste für Lau. Meinst du? Vielleicht. Alrighty, also. Ich glaube, ich nehme das Katzenkissen. Nimm das Katzenkissen ruhig. Ich hab noch. Ah! Fuck. Hat's da gerade gewackelt? Ab in die Toilette und weg. Ups. Alter! Das ist er. Damit habe ich erst gerechnet. Die Toilette kann man nicht mehr benutzen. Ich kann natürlich nicht mich in die Toilette... Habe ich mich gerade versteckt in der Toilette? Aha. Habe ich. Oh Gott, kommt er in die Frauentoilette rein? Naja, er verprügelt Schüler. Ich glaube nicht, dass er irgendwie Angst hat, in eine Frauentoilette zu gehen. Ja, du weißt ja nicht, wie so... Was so Wahnsinnige denn für... Du meinst, auch Wahnsinnige haben ihren Stolz? Nein, nicht Stolz, Ethos, aber... Ethos, Pathos, Aramis? Unter welchen... Ethos, Pathos, Aramis. Ich weiß, dass sie anders heißt. Die Logik funktioniert ja anders bei solchen geistig entrückten Menschen, ne? Vielleicht haben die einfach eine starke Abneigung gegenüber oder sexuell repressiv, dass sie sagen, oh Gott, ich traue mich nicht auf eine Frauentoilette, auch wenn ich ein Assi bin. Du weißt es ja nicht, ne? Ich habe viele Thriller gesehen in letzter Zeit. Ach so. Mit geistig entrückten Leuten. Und welcher war gut? Ich habe den Manhunter habe ich gesehen aus den 80ern. Das war quasi die Originalfassung von Red Dragon. Mhm. Also mit Hannibal Lecter, bevor Anthony Hopkins den gespielt hat. Mhm. Und da zum Beispiel Frank irgendwas, glaube ich, hieß er da. Das Muttersöhnchen. Ich habe jetzt Bates Motel weitergeguckt, die 5. Staffel. Es ist mittlerweile alles nur noch sehr konfus und wirr. Das kann ich mir vorstellen. Aber... Okay, da geht nichts. Ist das ganz schön für nebenbei. Also. Ich habe mich, glaube ich, so doll erschreckt, dass ich mich selber mit meiner Uhr gekratzt habe. Hast du dich wirklich gekratzt? Und gleich schießt das Blut hier so. Also du mir... Du immer streichen, ne? Ja. Uah. Ich wollte immer so kleine rote... Das Licht angegangen. War hier immer schon hell? War hier schon immer so hell? Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen nach unten. Das schon wieder. Irgendwann gibt es da bestimmt irgendwas, was man da machen kann. Dass wir die Uhr verstellen und der Hausmeister sagt, ich war hier schon vorhin. Sogar, ich war vor 5 Minuten hier, muss ich nicht nochmal gucken. Wenn wir so besinnlich durch die Schule mit dem verrückten Hausmeister streichen, was war die schlimmste Videospielerfahrung, die gruseligste, die du je hattest? Die gerade wahrscheinlich, die aber davon abgesehen. Die gruseligste vom Videospielen aus, ja. Ich muss ja sagen, ich bin ja früher auf jeden Fall ein sehr großer Videospiel-Schisshase gewesen. Sowas wie Resident Evil konnte ich, als es rausgekommen ist, nicht alleine spielen. Da habe ich voll Angst bekommen, weil die Musik auch immer so enorm... Ach, jetzt bist du wieder da, wo genau. Wir verprügelt wurden. Beruhigungspillen, oh Gott sei Dank. Beruhigt bei Einnahme die Nerven. Heißt das, okay, eine Kanne mit Kaffee verleiht ja Koffeinschub, kann bei einer Überdosis ungesunde Nebeneffekte haben, wenn du einen Koffeinüberschuss hast. Und Sojamilch kannst du sie bekommen. Also ich denke, das sind alles Health-Items. Ja. Soll ich die mal nehmen? Ich wüsste halt gerne... Das ist alles Heilung, steht da. Ja, aber ich wüsste gerne, ob die verschiedene Stufen haben. Weißt du, dass du sagst, die kleine Sojamilch ist nur in so einem Mini-Tetra-Pack, das ist okay. Und wir haben jetzt hier eine ganze Arzneikiste, das hilft mehr. Okay, ja. Dann lasse ich es erstmal noch ein bisschen blutig, ist ja noch okay. Hier haben wir das... Oh, warte mal. Das sehe ich ja jetzt, da haben wir das blutige Schulbuch gefunden, aber... Der blutige Handabdrücke, ne? Das blutige Mathebuch. Also irgendwas ist hier in der Tonkabine passiert. Ich glaube, der Hausmeister war da. Der Hausmeister ist passiert. Oder guck, ob da jetzt der Geist sitzt. Der Geist vom Aufnahmeraum. Die jaulende Myrte. Sie wollte... Wir haben, waren schon auf der Toilette. Nicht hier. Ich kann auf jeden Fall meine erzählen. Ja. Das war mit Slender. The 8 Pages. Da auf dem PC meinst du, mhm. ne? War ganz, ganz schlimm. Okay.
Freund noch aus Schulzeiten, der auch hier in Hamburg wohnt, der hat mir das Spiel damals gezeigt. Du gingst zur Schule, als Slender rausgekommen ist, ey. Nein! Ja. Den ich noch aus Schulzeiten kannte. Ach, aus Schulzeiten kannte, ist das so. Ich dachte schon, ich habe mich sonst wieder gleich sehr alt gefühlt. Nein. Okay. Und die haben irgendwie für ihre, er ist irgendwie Tutor gewesen oder so, und die haben für ihre Studis sehr lustige Sachen aufgenommen. Und da war Slenderman auch eine Figur. Und ich kannte die Legende um Slenderman, wusste aber nicht, dass es davon ein Spiel gab, und er kannte das halt und hat es dann mir gezeigt, und der hat so wuschelige Haare, und dann habe ich mich so schön, während er meinte, guckst du auch, und ich zeig dir jetzt, wie das geht, ich so, aha, und dann waren dann diese Haare, und ich habe mich dahinter versteckt. Du hast dich hinter den Haaren versteckt. Tat, als wäre ich aufmerksam. Ja. Und ich wollte nur gerade gucken, war das die, die wir schon mal aufgemacht hatten? Nee, jetzt brauchen wir ein neues Siegel. Und ich meine, es ist ja eigentlich nicht viel, was man da tut, sondern man läuft eben durch diesen Wald. Es ist ja eher auch einer wie dieser Walking-Simulatoren. Mhm. Und man darf sich nicht so häufig umdrehen. Sucht eben die 8 Seiten. Und ich finde, es gibt ja sehr viele Gruselkinder so in der Popkultur. Und da ist es ja eben auch so, dass man diese 8 Seiten findet, und da sind immer so ganz gruselige Bilder drauf. So wie bei... Wie heißt noch der eine Film, mit dem der aussieht wie von einer Black Metal Band? Mit dem. Also, ich weiß, dass ich nicht Insidious meine. Ich meine irgendwas mit S. Warum komme ich jetzt mit Insidious? Sinister. Okay. Ich dachte ja, du meinst das, wo die Frau in dem Gruselhaus ist. Aber es hieß ein bisschen anders. Ja, diese Ein-Wort-Titel, die dann irgendwie auf Us oder enden. Genau, Sinister. Mit dem Borgul, der aussieht wie von Kiss, nur anders geschminkt und ohne Mund. Und auf jeden Fall waren da ja auch immer so Kinderzeichnungen oder irgend sowas Ekliges. Und hier sowas Ekliges. Sowas. Zeichnung eines Startkäfers. Der irgendwas sagt. Oh, was sagt er wohl? Und ich habe auf jeden Fall diese ersten, also ich wollte dann meinen damaligen Freund erschrecken. Und habe dann abends Kerzen angemacht und gesagt, komm, ich zeig dir was Tolles. Laptop aufgeklappt. Und dieses Spiel ging nicht mehr aus. Es gab dann ja immer Störgeräusche, wenn das Slenderman in der Nähe war. Und es kriselte so, es gab Bildfehler und es gab Geräusche. Und ich saß dann da und hab halt erst noch Witze gemacht und hab dann gemerkt, dass der Ton nicht ausgeht. Also ich bin der festen Überzeugung, ich habe auf diesen Tondings gedrückt und es ist nichts passiert. Und ich habe mich so doll erschrocken in einem Moment, dass ich nur, also ungefähr wie eben, nur dass ich Gregor dabei keine Kopfnuss gegeben habe. Und wir sind mega mit den Köpfen zusammengehauen und ich habe in meinem Kissen gelegen und geweint. Weil wir ungefähr die Hälfte der Seiten gefunden hatten, und am Anfang kommt der Slenderman ja noch nicht so regelmäßig. Und dann war halt wirklich überdurchschnittlich oft da in der Nähe. Und ich hatte solche Angst, dass der gleich da rauskommt und mich holt. Ich hatte richtig doll Angst. Vor allem auch. Und das war meine schlimmste Videospielerfahrung. Vor allem auch, wenn der, Gott, oh Gott. Das ist ja eine richtige Gruselgeschichte drumherum, die du erzählen kannst. Es ist ja auch häufig auch so, wenn du es auf einem Laptop gespielt hast und du denkst, du klappst das Ding zu und es ist fertig, aber manchmal geht das Ding nicht aus. Und dann kommen auf einmal Soundeffekte da raus und du denkst, wo kommt das denn her? Ja, das Schlimmste ist, dass ich dann irgendwann heulen sage, du musst den rausmachen, damit nächstes Mal, wenn ich den aufklappe, dann nicht Slenderman ist. Ja. Oh boy, oh boy, oh boy. Ja, konkret, so eine schöne Geschichte, glaube ich, habe ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mich sehr bei solchen Sachen dann durchaus gegruselt habe. Es kann sein, lass mich nochmal zurück, denn es war aber dann kein Spiel. Es war, glaube ich, wo wir in der Schule mal irgendwelche, ich weiß nicht, zu welcher Gelegenheit war es, irgendwie so Schulfest oder irgendwie sowas. Da gab es verschiedene Sachen, die da die Klassen dann gemacht haben. Und die Parallelklasse von uns hatte so ein Gruselkabinett gemacht. Von wegen, es ist dunkel und halt deine Hand da rein und das sind dann glubschige Augen, die du anders hast. Das sind eigentlich Trauben oder so gewesen. Und das weiß ich noch zumindest, dass ich da irgendwie in diesen Raum gegangen bin. Es war dunkel, ich habe so gegriffen und bin ich wieder rausgelaufen. Das weiß ich noch. Ja, okay. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie alt ich war. Wahrscheinlich war ich zu alt, um Angst eigentlich davor zu haben. Oh. Bereitest du dich schon auf den Schocktober vor, Gregor? Immer wieder. Ist ja bald. Mal. Immer, ja. Ist ja bald. Erstmal sind natürlich die ganzen anderen Sachen, die dann anstehen mit Gamescom und Tokyo Game Show und so weiter. Aber der Schocktober ist natürlich im Blick und es werden immer parallel Filme geguckt und geschaut. So, ich habe jetzt die Distanzzeug aus dem Werkzeugkasten geholt. Was war das nochmal? Für was brauche ich das? Da ist der Schlüssel für dich. Ich dachte, eigentlich sollten wir einen Hinweis finden, dann bist du am Falschen, ne? Naja, ich habe auf jeden Fall, ich konnte jetzt die Schraubenzieher rausnehmen.
Ja, aber wir wollten doch eigentlich einen Code finden, einen Hinweiscode. Ja, aber ich konnte dann durch keine einzige der Türen rein. Die waren alle verschlossen, sodass ich nicht in die Turnhalle komme oder in den Turngeräteraum. Das sollte euch einen Code geben, wurde gesagt jetzt der Chat. Das habe ich doch auch eben gesagt. Es bedeutet das, je nachdem, wie lang die Schraubendreher sind. Ich weiß, dass du es gesagt hast. Ich wollte dir natürlich nicht sagen. Nein, es ist einfach Werkzeuggürtel und wir haben den verschiedenen, sind am falschen Kasten, haben den falschen Code. Meinst du, dass es verschiedene also, und von jetzt, denen gehen? Ja, ich war doch in dem anderen, wo der Dämonenkreis war. Da war ich doch. Ah, okay. Das heißt, wir den lasse ich dich jetzt suchen und gehe jetzt weg. Und währenddessen kannst du drüber nachdenken, ob es irgendein Childhood-Trauma durch Filme gibt bei dir. Bei mir nämlich, glaube ich, schon ein bisschen. Okay. Ein bisschen. Ich denke auch. Was für ein Trauma? Childhood-Trauma. Ich dachte, ein Childhood-Trauma. Es gibt so einen Film, ich suche schon seit einiger Zeit danach, aber mir, also ich habe nicht den richtigen Namen des Films. Und es ist ein bisschen schwierig. Oh, guck mal, da kann ich nicht mehr rauf. Wo war ich denn jetzt hier gerade nochmal und habe das Ding gesehen, das hätte ich mich einfach nochmal hier da durchbewegen. In der Werkstatt war ich wahrscheinlich, ne? Es gibt so einen Film, ich glaube, es war ein tschechischer Film. Und ich habe nach dem gesucht, aber ich finde den nicht. Also er kann auch eventuell irgendwo anders aus der Ecke gekommen sein. Aber ich dachte, der wäre aus Tschechien gewesen. Oder damals wahrscheinlich noch Tschechoslowakei, wo er gemacht wurde. Also, Aliens sind auf die Erde gekommen und haben irgendwie Menschen übernommen. Und eigentlich sind diese Aliens voll böse. Aber es gibt auch Menschen, die denken, dass die Aliens gut sind. Und die haben sich ganz nackig alle ausgezogen, sind in eine Höhle gegangen und haben gesagt, wir sind nackt, wir brauchen keine Angst vor Aliens haben. Das war ein Image davon, aber... Wir haben es auf Griechisch dann die Plakatada genannt. Das war so der Name dafür. Eins dieser Aliens ist in so eine Wohnung reingekommen, wo eine Familie gerade am Tisch sitzt und isst. Und die Aliens haben dem Vater von der Familie, der da am Tisch saß, ich habe mich gerade erschrocken, aus der Toilette, mit dem Fuß auf den Kopf getreten. Und der Kopf ist platt geworden. Ja, der ist nicht explodiert geplatzt, der ist einfach so platt gedrückt geworden. Der Vater ist aufgestanden, hat mit plattem Kopf, der aussah wie nur so ein Querstreifen, so und ist dann irgendwie umgefallen, irgendwie so. Und das war einerseits sehr erschreckend, aber andererseits auch enorm angsteinflößend. Und ich habe diesen Film nicht nochmal gefunden. Ja, und das hat mir Angst und Unbehagen bereitet. Hast du es geschafft? Ich habe es geschafft. Sehr schön. Das ist gut. Aber vielleicht wissen es ein paar. Vielleicht kennen Leute von euch da draußen den Film, den ich gerade beschrieben habe. Papa sagt, ich soll dich grüßen. Oh, dann grüß schön zurück. Oder das können wir auch hier machen. Hallo, grüß zurück. Ich habe meinem Vater heute geschrieben, der guckt immer so gerne die Streams, wenn wir streamen. Und dann habe ich ihm gesagt, dass wir heute... Nicht, dass er sich noch erschrickt. Wovor? Naja, wenn du dann anfängst zu schreien und sagst, was ist denn da los? Wie am Spieß. Das kann passieren. Nee, aber auf jeden Fall sagte er dann, ich werde es mir anschauen, lieb LG. Ficker. Ficker, 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 Ficker. Entschuldigung. Oh, es ist anstrengend. Ich hasse diesen Typen. Wir alle. Kann ich nicht hier irgendwo rein in die Klassenzimmer? Nee, also habe ich, was ist denn so mein Kindheitstrauma von Filmen? Oh Gott, jetzt kommt er hoch, ey. Woran war, hast du es gesehen? Man konnte ihn durchs Fenster sehen. Hast du hier unsere Geistergeschichte schon wieder eingesammelt im Drucker? Ich habe eher Sorgen, dass... Viereck. Ach, Viereck. Okay. Och, komm. Arschloch. Da war was, ne? Thank you.
Wo? Ich finde, es ist auch ein bisschen attention-seeking. Ja, wieso pfeift er dann auch da die ganze Zeit? Ich hätte auf die Frauentoilette gesollt, ne? So deine Theorie. Ja. Also ich habe mich jetzt ein bisschen beruhigt auch. Okay, so, hier sind wir hoffentlich sicher. Jetzt bin ich in die falsche Toilette vielleicht gelaufen. Ihr könnt mir die andere dann zuholen. Tut mir leid, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Die Gruselgeschichte hätte ich noch holen sollen. Da kann ich ja gleich wieder runter. Nein, also ich meine, theoretisch haben wir sie ja eh gesehen. Wir wollen das ja nicht platinieren, oder? Ich glaube auch nicht, dass wir besonders viel weiterkommen. Wir spielen zwar noch ein bisschen, aber so richtig weit werden wir es heute wahrscheinlich nicht schaffen. Also ich dachte auch nicht, dass wir es heute platinieren. Nee. Aber Platin ist mir eh egal. Hauptsache, man spielt die Dinger durch. Ne? Mm. Das ist so das Wichtige. So, ich bin ziemlich angeblutet hier. Ich soll vielleicht mal jetzt so einen Saft nehmen. Also ein Sojadrink. Natürlich kann ich das nicht, wenn ich hier so stehe. Sojamilch schickt gut? Schickt gut? Was? Schickt gut? Stimmt zum ersten Mal. Häufig. Die habe ich geholt. 69%. Sojamilch schickt gut. Okay. Immerhin 97% haben es die ersten 5 Minuten gespielt. Haargeister mögen Haare. Da ist doch jemand. Mit mir ist gar nichts. Eine Schule über Dunkelheit. Stirbt 10 Mal. Das schaffe ich. Aber es haben zumindest Leute nur 30% durchgehalten, ne? Dass sie mindestens 10 Mal gestorben sind und nicht aufgehört. Die Frau in der Hütte. Erreiche den Neubau. Schließe das Spiel ab. 11% haben das nur abgeschlossen auf normal, ne? Stirb 50 Mal, okay? Besuche das Labyrinth. Liebeskompass? Ein Kinderspiel. Na, immerhin. 8% haben auf sehr leicht gespielt. Hören Sie auf damit. Horen Sie auf damit. Horen! Abschreckung von Perversen. Die Horen. Horen Sie auf damit. Sag mal, das hat keiner aus Deutschland übersetzt, oder? Obwohl, teilweise hört es sich vernünftig an von den Texten her, aber was ist denn Horen Sie auf damit? Was geht denn hier? Hier, Zünte, vergib mir. Ich habe Angst vor der Toilette. Komm raus, komm raus. 4,9% haben es auf schwer abgeschlossen und 4,9% auf leicht. Stirb 100 Mal. Ultra selten, ja, okay. Ja, aber da musst du auch bewusst dann irgendwo hin, damit du ganz oft stirbst. Ein gefährliches Vergnügen, Tuberose, so das Tuberkulose. Guck. Vorsitzender der Okkultismus AG, sammel alle Geistergeschichten der Yondu High School. Margarete, heimliche Liebe, kennst du Sojamilch? Bist du noch in Wachstum, Hiemin? Da musst du wahrscheinlich ganz viel Sojamilch trinken, oder? Ja, wahrscheinlich. Begegne allen Geistern der High School. Weiße Chrysantheme. Chrysantheme. Da hat jemand Y und Z die Tastatur vertauscht, ne? Also im Chrysantheme schreibt, obwohl, okay. Stimme eines Geistes. Flirte mit den Mädchen. Siehst du? Eigentlich habe ich, obwohl, den Mädchen. Ich habe nicht mit allen. Jasmin, ist da die Blume mit gemeint? Naja, da sind ja, die Hyazinthe war ja auch die Blume. Das sind ja die ganzen Liebesdinger da, sind die Blümchen. Warte auf sie. Die Toilette riecht auf einmal himmlisch. Hoi, hoi, hoi. Abschreckung von perversen Trophäe. Sagt uns das lieber nicht, wer der Chat. Ich glaube, da wollen wir es vielleicht überraschen lassen. Nichts kann mich mehr beunruhigen. Tor zur Hölle. Oh, es gibt 1,1% haben auch Hölle. Und schließe das Spiel 7 Mal. Schließe das Spiel 10 Mal in Schwierigkeit. Ich glaube nicht, dass wir es platinieren. Nee. I don't think so. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr dazu. Oh, Viva Musterschüler, guck mal, wie viel das war, 0,4? Ja. Krass. Alle Trophäen 0,4. Krass. Naja, aber wer will bei so einem Spiel auch wirklich alle Trophäen erhalten? Dr. Love. Ja, Dr. Love muss wieder ran mit seinen Liebestipps. Höre ich ihn gerade? Ich höre so komische Sounds. Ich glaube, das sind die normalen Spielsounds. Sind das normale Spielgedömse? Weil er klimpert doch. Stell doch mal den Hausmeister auf Hölle vor, wenn er schon normal so drauf ist. Ja. Pff, ja, das macht mir auch wirklich ein bisschen Angst. Da bin ich sehr froh über die Hausmeister an meiner Schule. Die waren nicht viel. Du bist nachts ja auch nicht in die Schule geschlichen, ne? Das ist wahr, ich hatte tagsüber genug. Wo so nachts in so ein Gebäude schleichen, habe ich glaube ich auch schon mal gemacht. Ein Schulgebäude? Das Schulgebäude war es nicht. Das war so ein Bürogebäude, glaube ich, so mit Kumpels damals reingeschlichen. Mal sehen, was man da anstellen kann. Ne? Hm.
Also wieder rausgelaufen, bevor die uns erwischt haben. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben ein paar Leuchtstoffröhren kaputt gemacht. Egal. Geschichten aus der Jugend. Sachbeschädigung, Sachbeschädigung. Kann niemand beweisen heutzutage. Ich weiß ja nicht mal, was wir sachbeschädigt haben. Gregor kann ja viel erzählen, ne? Ja, ja, genau. Es ist alles nur Geplapper. Plapper, plapper, plapper. Ach, schau, da ist jetzt was drin. War das schon immer hier drin? Ach nee, guck, das hatten wir doch schon. Da ist an der Seite der Schlüssel, den wir brauchen. Es ist wieder der Kummerkasten. Ach so. Also es ist nichts. Ich dachte aber auch, dass das Papier jetzt irgendwie neu rausgekommen. Ich bin ja ein Engel, ich bin nie irgendwo eingebrochen. Man konnte es dir nie beweisen, meinst du? Ich bin nie irgendwo eingebrochen. Auch nicht ins Wasser? Auf einem See? Nein, nicht mal. Nicht mal da? Nicht mal aufs Wasser, ins Wasser. Was für ein seltsamer Baum. Ein Baum. So, also, unten. Ach, tatsächlich, man kann sie. War nicht aber auch eine L-Taste zum Schleichen? Es ist nur Viereck, ne? Nee, eher noch irgendwas anderes. L1? Nee, L1 ist Laufen. Ach nee, dann war das zum Viereck und L1 zum Sprinten. Also. Beides. Okay, also Viereck. Oder zum Hinsetzen war es doch. Oder? Es ist wahrscheinlich, die Übersetzung ist alles Arsch. Ne? Achso, musst du nicht. Halt mal Viereck gedrückt. Ich halte Viereck gedrückt. Das ist also nur, Viereck ist nur ein Toggle. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Jetzt wollte ich gerade Viereck drücken, um die Tür aufzumachen, ey. So, also ich muss dem Gedöns hier finden. Genau, das müssen wir finden. Haben wir jetzt den Code aus dem Werkzeugkasten? Ich habe die Items hier. Aber was genau die bedeuten. Du hast mir nicht zugehört, glaube ich. Das ist ja nicht der Code, den wir brauchen. Wir brauchen doch einen Code, um irgendwas aufzumachen. Und der war in einem anderen Werkzeugkasten, den ich gefunden habe. Weil den Werkzeugkasten, den du gefunden hast, den hatte ich gar nicht gefunden. Ach so, du meinst in dieser Turnhalle, wo das Zeichen gewesen ist? Ja. Oh, Ficky. Das ist natürlich auch fies, ne? Dass sie da so Leute ohne Köpfe hinstellen. Oh, fick dich. Ja. Ja, ich dachte auch erstmal. Das mache ich jetzt auch nicht. Was denn? Fluchen meinst du? Achso, wir haben doch alles, was wir für den Code brauchen. Ich bräuchte so ein Radar für den Penner. Den gibt's in leicht. Stimmt. Wollte bald nicht mal Outlast mit VR spielen. Outlast finde ich ein bisschen lame, muss ich sagen. Also hier, klar, das ist auch so ein Spiel Flüchten und Verstecken und so weiter, aber Outlast ist mir auch zu anstrengend. Ja, ja, das hattest du, wir hatten nämlich letztens schon mal kurz drüber gesprochen. Es ist einfach so, du kriegst da immer drauf und immer irgendwo und so richtig nachdenken ist da so ein bisschen weniger. Also ich bin so kein großer Fan davon. Es wäre halt witzig, wenn man dem Hausmeister auch eins überziehen könnte. Ah, Malaka! Atme. Der mit seinem krummen Bein? Möge er an seiner blöden Pfeife ersticken. Der Ton ist aber manchmal nicht so ganz on point, ne? Nee. Mal ist was lauter, mal was leiser. Also ich habe schon lauter gemacht für alle. Nee, ich meinte generell, weil du bist ja jetzt gerade weg und hast das auch ganz, hast auch alle Töne hinter dir zugemacht. Jetzt sind wir ganz am Anfang, ne? Ja, aber da sollten wir ja auch hin für das Rätsel, ne? Weil da der Tresor ist. Jetzt ist tatsächlich der Hausmeister wieder in der Nähe. So, mal gucken, ob er in die Frauentoilette kommt. Da sitzt sein Licht, siehst du, ne? Wie es da durchguckt. Aber wie bist du denn zu dieser Theorie jetzt gekommen? Hast du dir einfach überlegt, er ist Koreaner, er müsste Anstand haben? Nee, ich glaube einfach nur, dass er ein perverser Schmierlapp ist. Aber vielleicht kommt er auch gleich rein und meine Theorie ist ad absurdum. Aber es ist doch total bescheuert. Warum? Der rennt die ganze Zeit da in der Gegend rum. Du hast 10 Türen dahinter zugemacht und er ist trotzdem wieder hinter dir.
Und da wollte ich mich halt gerade über den Ton beschweren, weil der so laut geklimpert so hat, obwohl er ja gar nicht da ist. Ja, es ist so, es sind die Schlüssel, die er am Schlüsselbund hat, die man so hört, ne? Ja. Wahrscheinlich, die wir so laut klimpern. Also ich weiß auch nicht, wann er uns hört und wann er uns nicht hört. Na, also das Licht ist ja, glaube ich, das Schlimme, ne? Ja, und ich mache, und wenn man Licht anmacht. Ich mach's ja auch, ich will ja auch nicht. Der ist dann nämlich immer noch der Dödel. Du kannst aber oben, kletter doch oben durch. Kann ich leider nicht. Ich habe schon probiert, ich kann nicht mehr hoch. Nicht über die Leiter? Ich kann nicht mehr mit der Leiter durch, genau. Ich muss nur von außen. Er findet euch leichter, wenn er rennt. Er verliert eure Spur quasi ab dem Punkt, an dem er aufhört zu rennen. Wird im Chat dann gesagt. Ich werde niemals aufhören zu rennen. Ich renne auch nur, wenn ich weglaufe. Was für eine Logik. Ich will auch nicht so die ganze Zeit durchs Spiel laufen. Ne? Ja, aber geht das wirklich nicht? Das wäre doch voll gut. Viereck. Das ist ja doof. Kannst nur einmal machen. Das ist halt unlogisch. Das ist nicht gut. Ja, ich wäre da auch gerne nochmal durchgegangen. Dass er immer noch da draußen rumdödelt. Das ist doof. So. Macht der nie Feierabend. Wollen wir ihn einfach anknurren? Und dann geht er weg. Okay. Also. Nützt ja nichts. Du kannst die Tür auch leise zumachen, mein Freund. Also guck mal, der steht direkt davor, ne? Das gibt's doch nicht. Da sehen wir, wie er mit dem Licht dann durchdödelt. Und Stuff macht. Der soll mal nach Hause gehen. Es ist schon spät. Ja, bist du nicht auch mal müde, mein Freund, vom lauter Leute umbringen? Puh, so. Ich gehe jetzt da raus. Oder musst du da jetzt wirklich dran vorbeirennen? Weil ich zum Beispiel würde da jetzt alt werden in dieser Kabine. Ja. Deswegen spielt Gregor jetzt, weil ich mich schon so doll erschreckt habe. Erschrocken. Erschricki. Ich finde, erschreckt klingt schöner. Aber was soll man machen? Aber jetzt scheint er ja, weißt du, jetzt ist er in Windeseile weggehumpelt oder was? Das ist. Ja. Das sind so diese. Das wäre süß, wenn du da ein Dings hättest, wo du. Ach, guck mal, da müssen wir doch rein. Ja, ja, das Zimmer für Hauswirtschaftslehrer, oder? Ich lade jetzt hier so lang. Okay, so, das ist richtig. Jetzt ist er wieder da. Könnte mich bloß im Luftschacht verstecken. So, du kannst mich nicht gehört haben hier drin. Ich hab mich... bewegt wie ein Wiesel. Ein Wiesel auf Schleichsocken. Und Wolkenwiesel. So. Also. Ja, wir haben den Code noch, oder? Ja. Also, die habe ich, das ist das, was im Dingsi drin war. Er enthält Schraubenzieher in verschiedenen Größen, sagt er hier. Drehen wir nach oben. Sind da. Du bist so klug. Du bist so klug. Du bist die klügste von allen. Ja, endlich habe ich auch was Tolles gemacht. 4, 1, 2, 5. Aber ich kann es nicht auch machen. Hallo? Achso, nee, aber Licht hast du ja eigentlich. Ja, weiß ja nicht, ob ich... Oder links daran? Muss ich das große Licht anmachen? Das wäre ein bisschen scheiße, wenn ich das machen muss.
Wo ihr den Code benutzen müsst, steht in einer Notiz. Aber hier ist doch ein Keypad drauf. Es ist doch, der Code ist für... Oder war das das Lösungsmittel, was hier drin ist? Was ist nicht mit dem... Ja, nochmal Notiz lesen, okay? Ich habe abgesperrter Gang, Schlüsselkasten im Hauptbüro. Ach so, das ist das andere. Okay, nee, wo aber ist, dann war das doch mit den Pflanzen richtig. Ja, aber dafür habe ich ja den Code nicht. Ich habe den Code für den Schlüsselkasten im Hauptbüro. Da ist das Hauptbüro. Siehst du, direkt neben der Treppe da vorne. Mhm. Also muss ich hier raus. Einmal links, einmal rechts, nochmal rechts. Oh Gott. Einmal links. Ach, das war der Tresor, den wir schon aufgemacht haben. War schon offen? Du, ah, ja. Ah, ja. Dass die auch überall diese Codes drauf haben. Mhm. Einmal links und jetzt gleich hinten nochmal rechts. Da sind wir beim Eingang, will ich jetzt sagen. Guck mal, Kasten 2. Auch mit Schlüsselchen. Mhm. Und Jesus Box oder was auch immer das ist. Das Doofe ist ja, wenn der Typ jetzt hier vorne irgendwo ist. Ist das jetzt richtig rum? Da ist das Hauptbüro. Jetzt sind wir wieder bei dem Drucker. Ja. Hier war auch ein Item, was ich nicht mitgenommen habe. Kaffee in den Filzstift, oh Gott sei Dank. Okay, wieder ein Safe-Ding. Ist das das Hauptbüro? Mhm. Okay, also, Tür zu. Jetzt kann ich hier natürlich kein Licht anmachen, weil guck mal, hier kann deswegen man durchbrochen. Deswegen hat er uns auch eben gefunden, als ich darum getüdelt bin. Ja. Konntest du die Maus gerade benutzen? Ach nee, da ist eine Notiz oben drauf. Hier? Da oben offen. Ja. Es ist zu dunkel. Wartungsanfrage. Und das war wieder dieses. Ja. Oh Gott. Ich sag euch, die Puppen werden sich bestimmt irgendwann bewegen. Das wäre so ekelhaft. Sojamilch. Nimm die Sojamilch, die ist wichtig für uns. Ja. So, also, jetzt habe ich diesen Code. Was stand im Dokument drin? In der Notiz. Also, Sie finden ihn im Schlüsselkasten im Hauptbüro. Schlüsselkasten im Hauptbüro. Wo ist ein Schlüsselkasten hier? Eine Klimaanlage. Geh mal zu. Siehst du einen Schlüsselkasten irgendwo links hier? Links ist das Schloss. Links. Das hatte jemand. Aber er meinte das da? Das ja, aber ich hab doch. Ist da oben? Das ist der. Nee, das ist ein PC. Das ist Pentium Inside, ne? Ich glaube nicht, dass sie die Rechte haben, Intel Inside da drauf zu drucken. Aha. Also irgendwo hier ist ein Schlüsselkasten. Speicherding sie. Kann es sein, dass es im Raum gegenüber ist? Ich höre es da. Da flüstert was, oder? Ja. Ist aber nicht das Ding, das oben in der Ecke sitzt. Was? Du, weißt du vom Trailer, wo dieses The Grudge... Was dir auf, ja. Den, auf dem... Da unten ist was. 5 Gramm. Süß. Zum Ausbalancieren einer ganz Wagen. Hinten rechts im Raum F. Das ist Raum F. Raum F. Ja, es heißt im Hauptbüro. Der gute Raum F. Hier im Hauptbüro muss ein Schlüsselkasten sein. So steht es in der Notiz.
Den Code dafür haben wir geholt. Ich traue mich jetzt nicht, das Licht komplett anzumachen. An der Wand. Ah, warte mal, da. Da, da, da. Da ist er. Jetzt habe ich natürlich vergessen, was die Nummer war. 4521, nein, war falsch, glaube ich. Aber witzig, ich hatte alle vier Zahlen nur komplett falsch. Und die vier am Anfang war richtig. Ach, meine Güte. 4, 1. Hier sind schon Wodka rein, das wäre fein. Wodka rein, ja. Das wäre fein. Der Gang zum Hörsaal. Okay, und die kann ich wahrscheinlich miteinander kombinieren. Kleiner Schlüssel rot. So, als könnte er mit anderen Schlüsseln kombiniert werden. Oh Gott. Alter, es bimmelt. Ja, ich hab rechts fein, ja gut. Nicht bimmeln, oh Gott, den kommt doch der böse Mann. Es ist Mitternacht. Schon wieder? Als ich damals gespielt habe, das ist auch schon gebimmelt. So, jetzt haben wir zwei Füllstifte. Speichere hier einmal rüber. Jetzt haben wir wieder. Geh nochmal drauf, bitte. Wir haben noch die zwei. Haben wir noch zwei? Nee, hä? Nein. Aber er hat ich habe ja noch einen gefunden gerade eben. Da war einer hier nebendran. Ja, ich habe bloß nicht, beim ersten Mal hatte das ja direkt gestrichen und das war ich verwirrt und dann habe ich gemeckert. Das Spiel hat wahrscheinlich seine Logik. Geister. Ich würde sagen, wir checken nochmal, was mit dem Schlüssel ist und dann, glaube ich, haben wir auch gut gestreamt. Oder willst du noch mehr? Ich muss da gerade nicht spielen, also ich habe... Ach, das kannst du noch entspannt machen, ne? Na, ich möchte zumindest nochmal sehen, was der nächste Schritt ja, ist, auf ne? Auf jeden Fall. Okay. Ich kann es dir natürlich auch geben und dann... nicht nach der ich Sache... Ich habe für heute genug. Nicht nach der Sache von vorhin. Also. Ich probiere es nächstes Mal gerne nochmal, aber heute bin ich. Soll einen Schlüssel brauchen. Bedient. Der abgesperrte Gang. Die Tür zur Lobby im ersten Stock. So, jetzt bleibt die Frage: Bei sowas, wenn du eine deutsche Übersetzung hast. In Amerika und anderswo in der Welt funktionieren Stockwerke ja anders, ne? Mhm. Wir haben ja Erdgeschoss und erster Stock und zweiter Stock. Mhm. In Amerika ist es so, das Erdgeschoss ist der First Floor, ja. Der zweite Stock ist der Second Floor. Was man häufiger hat bei deutschen Übersetzungen, die beachten das nicht. Und dann heißt es erster Stock, aber ach die meinen so. Erdgeschoss damit. Ne? Aber müsstest du nicht, wenn du Richtung Hörsaal guckst, müsstest du doch sehen, in welchem Stockwerk das ist auf der Karte, oder? Ja, ich kann mal mit der... Karte gucken. Oh, da kommt der böse Mann, das Auge ist da. Ah, Mann! What the fuck? Eieiei, jetzt habe ich mich erschrocken. Ich am Anfang nicht hingeguckt habe. Aber es läuft gerade voll eklig die Arme runter und der Schauer. Das ist das. Oh, jetzt da ist es. What the fuck? Oh. Hui. Was zum Deibel war denn das? Welche waren das? Die von runter? Oh. Oh. Schokolade? Ja, wenn du es auch machst. Ich brauche erstmal kurz meine... Huiuiui. Oh boy. Jetzt haben sie sich erschrocken, weil du dich erschrocken hast. Jetzt haben wir uns beide einmal erschrocken. Das habe ich jetzt... Das war aber ein Jumpscare jetzt hier gerade. Ja, das davor war auch ein Jumpscare. Quasi. Alter, ey. Hakuna Matata. Ja. Ich mache was in der Küche, komme zurück und Herzinfarkt. Das kann passieren. Es tut uns leid. Oh. Dass da der Herzinfarkt da ist. Ich nehme ein bisschen Schocke. Heißt das, das war das Auge? Nein, das Auge war schon der Hausmeister. Mhm. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen... Den Geist hat man vor dem Schrei schon kommen sehen? Ja, wir haben im Hintergrund schon was gesehen. Ich dachte, das wäre die Lampe vom Hausmeister. Aber warum ist da... Was ist denn dieser Geist jetzt hier? So, ich wollte jetzt auf die Karte gucken, wo diese Lobby ist. Okay, also Hauptgebäude 2. Fakultätsbüro, Neubaum. Hörsaal.
Alter, wie viele Stockwerke gibt es denn hier überall? Nur im Neubau. Holy shit. Oh Gott, oh Gott. Ja, das Hauptgebäude 1 hat nur die Klassenzimmer. Und ganz rechts ist der Hörsaal. Ja, aber ist damit die Lobby gemacht? Achso, durch den Hörsaal muss man durch, ne? Ne, da gibt es einen Gang zum Hörsaal. Ich verstehe nicht, wie diese Schule aneinander gebaut ist. Die baut sich selber weiter, glaube ich. Der Kopf liegt vorher schon ein bisschen um euch herum. Weil ich den Geist nicht gesehen habe und gefragt habe, woher das... Oh Gott, oh Gott. Jetzt zu und der Hausmeister steht da, oh Gott. So kann ich hier nicht raus. Oh, sind die Puppen doof, ey. So, wisst ihr denn, Chat, wo das Ding so ist, wo wir hin müssen? Ich bin dezent verwirrt. Ich hätte erstmal das Lösungsmittel geholt. Vielleicht ist in dem Schrank für das Lösungsmittel ja auch der Pömpel, damit wir da durchkommen. Wie kommen wir ins... Das Lösungsmittel, nee, da oben sind die... Achso, wir hatten wieder im ersten Stock. Im ersten Stock ist alles abgeschlossen, genau, dafür hatten wir den Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist jetzt für den Durchgang zur Lobby, womit wir dann in den Hörsaal kommen, der noch theoretisch offen sein soll. Aber es wären nicht so viele Räume da, wenn wir da durchkommen würden. Das ist sehr verwirrend, muss ich sagen. Die Tür zur Lobby im ersten Stock. Okay, wir gehen mal in den ersten Stock jetzt und gucken mal, wo wir einfach diese Tür, dieses Ding benutzen können. Ja? Mhm. Und ich hoffe mal, dass mit erster Stock auch erster Stock gemeint ist. Mhm. Und die nicht falsch übersetzt haben. Mhm. Wobei, nach den Trophäen nachzugehen, war das Deutsch der Leute hier nicht das Beste. Warum scheppert das denn manchmal so ohne Grund? Ich glaube, dass der Typ da irgendwie auch rumrödelt. Ist das eine Lobby? Ich zünde die Tür an. Ja, also das will anscheinend nicht hier. Nee, das ist einfach nur eine Tür, die existiert, aber auch nicht existieren könnte. Aber kannst du jetzt in den anderen Raum schon reingehen hier, den wir hier noch nicht kennen? Achso, die kennen wir beide. Hier ist der Aufnahmeraum. Also warum auch immer. Der eine rot ist. Er ist rot, aber wir sind schon da drin gewesen. Vielleicht, weil hier noch Items potenziell sind. Ich weiß es nicht, ne? Nee, ist auch. Ich höre seine Schlüssel. Ey, verpiss dich! Wie oft willst du denn noch gucken? Hier war nichts. Und du lässt die Tür schön offen. Da, okay. Der Geist macht sie. Geister ihm helfen, ja. Der Geist macht sie zu. Das ist nicht leicht für mich heute. Das ist nicht leicht für uns alle. So, wir lassen ihn mal weiterfleuchen. Erster Stock ist schon richtig. Dass die. Das ist arschig von dem Licht. Das Licht so. Dass du automatisch, wenn du die Tür aufmachen willst und du nur in der Nähe vom Licht bist, das Licht auch angemacht wird. Das finde ich nicht so nice. Nee. Okay, also irgendwo hier. Kann ich mir vorstellen. Weil hier ist noch so eine. Hier ist noch so eine Tür, die zu war, die nach einem Durchgang ausschaut. Oh Gott, noch ein Geist? Was ist so. Ja, ich hörte es. Bleibst auch nur der Wind? Ja, klar. Der Wind, das himmlische Kind. Das hier bestimmt. Bestimmt. Können wir sie nicht wieder zuschließen? Dass der Fickmann hier nicht durchkommt. Nein, ne? So, wir sind jetzt
Wanda AG, der Tongeräteraum. Okay, Wanda AG ist zu. Tongeräteraum. Alles zu. Alles zu. Wer macht sich denn bitte die Mühe und bringt da jeden Abend... Da! Hallo, ich bin Carla von... Was? Da ist eine Postzeit. Aber man kann ja nicht kämpfen. Ich glaube, die hat den Fernseher vergessen, die Postbombe löscht. Ist das nicht auch so eine Legende, dass man dann auch... Achso, weil das irgendwie Leichen drin versteckt wurden, oder was meinst du? So Mafia-mäßig? Sammlungen. Im Laufe des Spiels kannst du zahlreiche Geistergeschichten und Geister entdecken und sammeln. Wenn du das Speil einmal durchgespielt... Ich brauche noch eine Schokolade, ey. Das Speil, ey. Das Speil. Auseinandergebrochen. Kannst du deine Sammlung der zahlreichen Alternativen dann vervollständigen? Unter Hauptmenüsammlung kannst du den Inhalt... Nee, ich habe gerade an Soul Suspect gedacht. Und da waren ja auch immer so Legenden. Mhm. Wo dann halt, wenn du alle Sammelgegenstände eines Levels sozusagen, einer konntest Ebene... du diese ganzen einzelnen Geschichten nochmal auflösen? Dir das anhören. Also dann wurde kurz gesagt, dann war so ein Artwork und das zoomte raus und du hast dann halt die Geschichte erzählt bekommen. Und da ging es auch in der Kirche, wenn du alles gefunden hast, ging es irgendwie darum, dass die eine Leiche im, also bei dem Rohbau der Kirche irgendwie eine Leiche im Dachstuhl gefunden haben. Mhm. Nee, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe die, glaube ich, auch alle gefunden. Ich hatte Soul Suspect damals auch durchgespielt. Es war ganz interessant, wo du die ganzen Hinweise sammelst und dann hast du diese einzelnen Geschichten. Ich wusste nicht mehr, wie es zusammenkommt. Aber ja, es kann es durchaus sein. Wir sind in diesen Raum gar nicht reingegangen, oder? Wo bin ich denn jetzt hier gerade überhaupt? Nee, du kamst aus der Richtung. Ach, aber es war der Tongeräteraum, ne? Weil dann das Dings kam. Ach nee, das war nur einfach hier in der Halle. Und da liegt was da unten. Da was? Ja. Schulmünze, Gott sei Dank. Okay, die Geschichten kann man zwar lesen, aber mit den Items kann man auf schwer interagieren und die Geister dann auch wirklich sehen. Okay. Also hier wurde das machen wir nicht. Eine Chrysantheme übrig gelassen. Hast du die Chrysantheme eingesammelt? Kann ich nicht. Da stand nur, die wurde für jemanden hinterlassen. Ah, wäre das dann aber nicht die Trophäe Chrysantheme? Wahrscheinlich, wenn du das auf hart machst, eben wieder Chat gerade ausgeführt. Oh, hat sie sich weil sie unglücklich verliebt war. Vielleicht wollte sie eine Tulpe haben und hat ein Chrysanthemen bekommen. Die Tür ist zugesperrt. Aber. Aber wieso? Wo bin ich denn gerade? Bin ich hier? Hier bin ich, oder? Nee, du bist da, wo es gelb ist, das gelbe Pünktchen. Da rechts warst du eben. Hä? Hast du dich da eben gesehen? Ja. Da rechts? Da rechts bin ich, ne? Ja, stimmt. Ich bin nicht mal auf der Karte drauf, weil ich zwischen den Gebäuden bin wahrscheinlich. Aber das Licht ist gerade ausgegangen. Gehe ich durch einen dunklen Gang und das ist ein bisschen Gruselscheiße. Ist da der Fuzzi hinten? In diesem Gang würde ich jetzt sterben, wenn ich das spielen würde. Jetzt ist das Licht wieder angegangen. So, also wir konnten jetzt diese Tür aufmachen, aber da ist kein... Irgendwie fehlt was. Ja, ich kann in keinen der Räume hier rein. Ich kann nicht weiter da drüben. Jetzt holen sich die Leute hier WhatsApp-Gruppen. Was ist denn hier los? Nein. Ich probiere mal was aus. Aha. Ja. Okay. Ja, mal sehen. Ja, okay. Whatever. Du managst das schon. Vielleicht hier im Kummerkasten jetzt was drin. Oh, Handabdrücke. Jo.
Ah, okay, aber das ist jetzt nichts, was man aktiv sammelt. Das ist eher so für die Atmosphäre, ne? Schätze mal, ne? So, aber die Frage ist, hier kann ich wohl nichts mehr tun. Aber es ist doch komisch. Ich irgendwie, entweder ich bin immer noch so schockiert, dass ich es nicht ganz mitbekomme. Oder... Weil eigentlich wurde doch gesagt, da soll der Schlüssel sein, damit wir da hinten durchkommen, durch den Durchgang. Ja. Das war ja nicht der... Also dann brauchen wir ja noch einen neuen Schlüssel. Das wäre ja Blödsinn, oder? Es hieß ja, dass es abgeschlossen ist. Und da haben wir den Schlüssel dafür geholt, aus dem Schlüsselkasten. Ah, Moment. Wir haben diesen kleinen roten. Heißt das, wir müssen jetzt zurück und das kombinieren unten mit einem der anderen Schlüssel, um jetzt mehr Türen aufmachen zu können? Weil das schon mal Thema war. Oh, okay. Also wenn hier eine Cutscene ist, heißt das, wir mussten zurückkommen. Aha. Die hat Dreck am Stecken, das merke ich schon. Die Tür ist aufgegangen, bevor sie die Hand bewegt hat. Ich glaube, was liegt eher am Spiel als an ihr, oder? Ich weiß. Aber wenn du jetzt da hingehst, dann beißt die Pflanze dich. Schlüssel kombinieren ist nur ein Bonusinhalt, nicht für die Hauptgeschichte. Gut, dass die gute Sina bei uns ist, die uns das alles verraten kann. Das ist sehr nett von dir. Danke für die... Sie heißt übrigens auf Twitter genauso. Also wenn ihr mehr über Horrorkram erfahren wollt, dann solltet ihr ihr unbedingt folgen. Ich kann hier... Die Pflanze anzünden? Nicht besonders viel mit der Pflanze anstellen, wollte ich gerade sagen. Ein seltsamer Baum. Das ist auch gut. Das habe ich ja mit den Türen auch überlegt. Hier sagt gerade jemand, er würde die Schubladen alle offen lassen, damit wir wissen, dass wir schon da waren. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, die Türen bedingt wahrscheinlich lieber nur zumachen, wenn man da schon mal gewesen ist. Ja, weil bei den Türen ist ja das Problem, wenn dann der doofe Mann kommt. Ja, du kannst die dann nochmal zumachen, wenn du dann vor ihm wegläufst. Aber du weißt zumindest, ich bin hier gerade gewesen und wurde gerade nicht verfolgt. Ich weiß schon gar nichts mehr. Ah. Oh. I've seen you. Ja. Ist so lange her ist es auch nicht. Oder ist das Seungmina? So jung. Das ist so jung. Das ist nicht die andere. Das ist so jung. Das ja, ist genau. So jung, ja. So. Ich wollte, erstmal das Tagebuch vor den Süßigkeiten, ne? Weil das ist... Wie du meinst. Was wäre denn der richtige Kurs hier? Kannst du mir das sagen? Naja, er will ihr ja auch das Tagebuch bringen, aber, aber wenn du, er nimmt es ja als Vorwand, um ihr eigentlich Süßigkeiten zu geben, oder nicht? Ja, aber wenn du jetzt mit den Süßigkeiten anfängst, ja, und du dann später sagst, hier ist übrigens dein Tagebuch, dann ist auch die berechtigte Frage, warum hast du mir das Tagebuch nicht sofort zurückgegeben? Ja, hast du das gelesen etwa? Ja, ich brauch gerade eher Süßigkeiten, aber sie kann gerne ein Tagebuch haben. So you had it then. Deep. You came here... Just to do that? Was ist mit dir? Bist du hier, weil du Ji-Heon sehen willst? Ji-Heon war der, der auf die Fresse bekommen hat mit dem Baseballschläger. Oder die Freundin. War das ihr Stecher? Wie hieß die denn nochmal? Die mit der Brille? Moment, also wir waren He-Man. Sie war So-Jung. Und Seul. Hieß die andere. Ach stimmt, du hast recht. Und Ji-Heon ist ja die, die uns dann durch die Toilette gejagt hat. Die Flirty-Frau, glaube ich. Und ich habe Ji-Heon gesehen, sagen wir es mal. Ji-Heon ist hier too? Ist das doch die mit der Brille? Wirklich? Aber die ist doch Seul irgendwas. Okay. Oh. Da hat eskaliert. Da war gerade eine Zeit. Okay. Ja, das ist doch wieder was für Gregor. Das ist doch toll. Während du ein Rätsel mit Zeitbeschränkung löst, kannst du das Spiel nicht speichern. Danke sehr. So, Jung hat etwas verloren. Okay. Das war ein Schlüssel, den wir bekommen haben, oder? Irgendwas haben wir gekriegt hier, ne? Nee, du hast es nicht aufgesammelt. Das ist jetzt ja nur verloren. Das liegt noch im Grund. Achso. Generalschlüssel für Hauptgebäude 1. Öffnet die meisten Schlösser in Hauptgebäude 1. Wenn jetzt der böse Mann noch kommt, ne? Da unten können wir noch was öffnen. Really? Alle einzeln? Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt suchen. Ich habe gehofft, dass man hier durch kann, weil manche Klassenräume haben das ja. Das sein will, was so, dass man von dem einen zum anderen kommt.
Also wir haben einen Generalschlüssel, mit dem wir jetzt fast alles aufmachen können. Das heißt, man könnte hier durch diese ganzen... Der Tongeräteraum vielleicht. Lösungsmittel. Auf Pflanzen drauf, da ist eine Pflanze vor der Tür rausgekommen. Also wäre es gut gewesen, wenn wir vorher das Lösungsmittel geholt hätten. Was wir jetzt erst machen können, weil jetzt kommen wir erst in den Tongeräteraum. Na gut. Das wäre jetzt mein... ultimativer... Okay, ich hoffe mal, ich laufe jetzt einfach mal. Weißt du, wenn diese Musik da ist... Und es pustet und... Da können wir ja gar nicht hören, ob der Fuzzi dann da ist oder nicht, ne? Das heißt, das Spiel muss ein bisschen uns entgegenkommen, dass der uns hier nicht jagt. Ja, man fragt, ob das schon der finale Part ist. Ja. Ich glaube, das sind die ersten 5 Minuten, die wir gerade hier eigentlich geschafft haben. Also abgesehen von der so Verfolgungsnummer, die könnte ein bisschen, sowas geht mir auch häufig auf die Nerven. Aber eigentlich hat das was, das Spiel. Finde ich eigentlich ganz unterhaltsam bisher. Denk daran, links dann rechts dann links. 94, 86, 83, 96. Trag keine Mützen, wenn du die Krankenschwester bist. Wir können ja auch gucken. Oder soll ich mir das aufschreiben, damit ich es vorlesen kann? Mach ein Foto oder so davon. Mach ein Handyfoto. Geh! Ich habe so viel Angstschweiß auf den Händen, dass das Handy nicht mal mehr reagiert. Du hast dir die Hände weggeschwitzt? Ja, okay. Meine Identität ist verloren gegangen. Also... Für das Lösen einiger Rätsel benötigst du Fingerspitzengefühl. Verwende den linken Stick, um den Cursor zu bewegen und Objekte anzuwählen. Was war das? Rechts, dann links, dann rechts? Ja. Also rechts, links, rechts für die jeweiligen Zahlen, ne? Okay. Nee, links, dann rechts, dann links. Links, rechts, links. Okay. Also links 94. Okay, ja. Links. Wie soll das gehen, 94? Die erste Zeile schon. Okay. Also ist auch gut, aber das sind ja nicht. Links 94. Aber das passt doch nicht. Weil du hast ja nur 4 Ziffern. Oh no. Okay, ich verstehe das nicht ganz. Was zeig mir dann nochmal? Links, dann rechts, dann links. 9, vielleicht 9-4, 8-6, 8-3. So viele Ziffern haben wir aber nicht. Ja, es sind ja 4. 9 plus 4 und 10 können wir auch nicht machen, ne? Da steht auch D1, C1, A1. Warte mal. Sind vielleicht die Sachen so gestapelt, die komischen Böcke und so, dass wir einen vierstelligen Code haben? Nee. Die sind alle gleichförmig. Ist der gerade reingekommen? Ach ja, die Medaillen. Sie gehört vermutlich vom Sportlehrer. Wenn du die aufsetzt und der Hausmeister denkt, du bist der Sportlehrer? Ist der hier reingekommen? Nee. Nein. Aber bei den Medaillen war doch was. Da hatten die doch was gesagt. Er hat einen Code bei den Medaillen versteckt. Bronze, Silber. Also, warte, 94. Ah, okay. 86. 83, 96. Ja, aber was bringt uns das jetzt? Okay, wir gucken nochmal. Also, das sind nicht die Zahlen, die wir eingeben müssen, sondern die Jahreszahlen, die damit gemeint sind. Trag keine Mütze, wenn du die Krankenschwester siehst. Ich glaube, sie heißt. Mal einmal zählen, wie viele es sind, wie viele Medaillen da jeweils dran hängen. Ah, ja, okay. Das ist natürlich ganz sinnig. Okay, was war die erste Zahl? 94, 2. 2. Das nächste? Dann kommt 86. 86 ist 5. 2, 5. Dann 83. 83 9. ist 2, 5, 9. Okay. Und 4 rechts. Also 2, 5, 9. Okay, dann probiere ich das mal und das rechts. Oh, warte, stopp, da hinten. Praktisch. 2, 5, 9, 4.
2594. Okay, 2594. Rechts zuerst? Links. Links zuerst. Okay, also. 2. Rechts 5. Nochmal rechts 9. Oh, jetzt habe ich links gemacht. Zweimal rechts, ne? Also erstmal rechts. Links. Okay, links. 2. Rechts. Dann 9 rechts. 5 rechts, 9 rechts. Ach, scheiße. Ah. Ich hab das doch gelassen. Also, links zuerst. 2 links, ne? Ja. 5 rechts. 5 rechts. Dann 9 rechts. Es hält nicht an. Dann warte. Neun rechts. Das ist komisch. Okay. Vielleicht ist es rechts, links immer. Weil wenn ich jetzt nochmal nach rechts mache, dann hält die Zahl nicht an. Wenn ich aber nach links mache. Links, dann rechts, rechts, dann links. Ich probiere es mal. Ich habe es jetzt links gemacht. Okay. Das ist ein bisschen blödsinnig, aber ist okay. Poison. Poisson. Das heißt Fisch. Poisson. Doppel-S. Das ist der giftige Fisch. Da ist noch was. Nee. Da drunter noch. Na, wir haben ja Zeitlimit für die Schüssel jetzt hier. So. Kann ich nicht pro forma auch mal alle anderen Türen aufschließen hier? Ich hoffe ja so ein bisschen darauf, jetzt, falls ich jetzt tatsächlich safe bin von dem Spacko, na, während diese Musik läuft und ich den nicht hören kann, dass ich einfach den Rest der Zeit benutze, um mich hier umzugucken. Aber vielleicht muss ich danach immer noch rätseltechnisch was lösen. Ne? Aus dem Filzstift nochmal. Ich gucke mich nochmal schnell um. Nächstes Tor, das Spiel ist zu leise. Ich mach's ein bisschen. Ich mach's die kleinen Tacken leiser. Und ganz kleinen Tacken. Ich muss das leider händisch da machen, weil wir hier das nicht direkt über Funk herstellen können. Ja, weil wahrscheinlich ansonsten keine Musik spielt die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Weil es wahrscheinlich eh ruhig ist, ja. Es sind hier, merkwürdigerweise, es sind hier 4 Türen. Aber sie sind... Das ist auch so eine urbane Legende. Alle Türen führen zum Turnraum. Ja. Achso, und die kann ich so aufmachen. Kauf in Frage, ja. Das gucken wir uns später an. Mal kurz schauen, ob hier... Insektenschutzmittel. Oh, König, in der Nähe vom Feuer sollte man das nicht einsetzen. Ah, dann können wir bestimmt den Hausmeister damit anzünden. Seine Augen können wir verbrennen. Verbrenn, verbrennende Sauge. Siehst du auch, währenddessen können wir nicht speichern, ne? Alter, was geht hier? Siehst du das? Ah, das ist so eine Phantompflanze. So eine Fresspflanze. Die kannst du jetzt anspringen. Toll. Okay, eine. War da irgendwo ein Counter? Müssen wir mehrere Pflanzen nehmen? Nee, aber ich kann mir vorstellen, du benutzt so, es nicht direkt an der da Tür. Und dann, okay. Ne? Ja. Dass man die alle erstmal nach und nach finden muss. Und jetzt sind wir quasi in so einer Traumsequenz, dass die jetzt anders aussehen oder haben die sich jetzt wirklich verändert? I cannot say this. Ah, hier waren wir schon mal.
Nee, ich habe hier gerade aus aufgeschlossen. Obwohl, ich könnte hier auch aufgeschlossen haben. Nee, wir waren auch. Nee, rechts hast du aufgeschlossen, aber wir kamen durch die Tür schon mal raus. Aber das ist Blödsinn. Ach. Vielleicht hat es ja auch gereicht. Okay, 2,8 war sie, ne? Mhm. Vielleicht hat es ja gereicht mit diesen beiden hier. Ja, wir finden auf dem Weg noch welche. Ja, oder? Wo ist denn der Hausmeister jetzt, während die Pflanzen da sind? Ich glaube, während der Fluchtphase hier. Ja, und es wurde schon gesagt, dass der nicht da ist, aber wo ist er? Was macht er jetzt in der Zwischenzeit? Okay, die Sache ist es, dass ich jetzt hier vielleicht mal alle Sachen aufmache und dann gucke, ob ich irgendwo... Fehlschippt. Filzstift und Mast hinter dir, oder? Habe ich mir nur geirrt. Was? Links, links, links. Nee, ist Kreide. Ist Kreide. Schade, ich dachte, es sind noch mehr. Sag mal, wenn wir da schon die Kreide sehen, gehe ich recht in der Annahme, irgendwie habe ich gehört, dass jetzt wohl Tafeln nicht mehr klassisch in sind in Schulen, sondern die alle nur noch Whiteboards benutzen, statt Tafeln. Ist das so? Könnt ihr das vielleicht draußen bestätigen? Weil zu meiner Zeit gab es noch ganz normal Tafeln mit Kreide. Also in meiner Schule waren die Overhead-Projektoren der Shit. Ja, aber ihr hattet doch zumindest noch eine traditionelle Tafel. Wir hatten eine Tafel. Deswegen sage ich ja auch, also ich mein Overhead-Projektor ist ja jetzt nicht das Beste vom Besten. Okay, also ja, nur ein Overhead-Projektor natürlich auch noch, dass man den irgendwo dann hat. Aber ich glaube, dass heute eher gang und gäbe ist, dass man wohl Whiteboards hat, mit entsprechend nur große Whiteboards eben. Nein, wir hatten das ja viele Schulen schon früher sogar. Ein Whiteboard und eine Bibel. Ein Kreuz. Das gibt's doch nicht. 4,5 Minuten. Wo ist denn diese dumme Pflanze? Da waren wir ja dann schon. Ja. Da war der Tongeräte. Und die olle Pflanze. Hier ist keiner. Könnt ihr uns einen Tipp geben, bevor wir dann alles nochmal machen müssen gleich? Muss ich unten hin? Ich habe das Gefühl, dass ich unten hin muss. Ich habe gar keine Gefühle mehr, ich bin tot. Du bist so innerlich bin ich schon längst gestorben. Mhm. Ja, warte mal. Aha. Danke für nichts. Ist aber auch die Rückseite, glaube ich, jetzt hier. So wieder ganz am Anfang, aber jetzt haben wir die Tür immerhin auf. Oder war die schon vorher? Nee, sind wir reingekommen. Was sagt denn der Chat? In der Nähe des Werkzeugkastens eventuell. Ist das hier nicht der Werkzeugkasten? Nee, das ist hier nicht, ne? Der Werkzeugkasten ist... Einmal um die Ecke, oder? Ja, Karte. Klassenzimmer für Hauswirtschaftslehre. Sag mal. Da ist der Werkzeugkasten auch. Da, oder? Okay, 3. Die stehen wahrscheinlich außen. Dann gucke ich lieber außen, ne? Vier hört sich eigentlich nach einer guten Zahl an. Meinst du nicht? Ja, eine richtig schöne Zahl ist das. Da? Wo? Rechts, 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 anders rechts. Geradeaus? Ach ja. Diese Anzüge, ey, die machen mich fertig! War das richtig? Noch einer? 5? Nee, ich glaube nicht, ne? Sicher? Ich meine, die Zeit läuft ja noch, also... Ja, aber ich glaube, wir müssen einmal hoch. Also ich würde gut wetten, dass es 4 sind. Wir können ja mal gucken. 5. Scheiße.
Ja. Okay, 5 hört sich jetzt wieder krumm an. Ich habe gerade ein schreckliches Geräusch gehört, okay? Das klingt gut. Ich meine. Aber auch er hat sie gerade zermanscht. Okay. Es sind 5, aber wie kommen wir denn? Lösungsmittel darauf? Irgendwie müssen wir ja durch. Ja. Anzünden? Spray und anzünden? Ich habe leider. Können wir das Spray benutzen? Auswählen. Selber Raum. Was steht hier? Was sagen der Chat? Es wird auch mit den Whiteboards und Beamern wird hier gesprochen. Selber Raum, nur im ersten Geschoss. Ach, von unten. Von unten, ne? Im Erdgeschoss, oder? Jetzt müsst ihr in den Raum, in den sie reingezogen wurde. Das ist der doch, ne? Aber ich komme hier nicht eigentlich rein. Ja. Der da, ne? Ja. Aber jetzt rennt die Zeit hier auch weg. Ich kann maximal von unten schauen. Okay. 2,8. Treppe hoch, ich dachte runter. Wir sind ganz oben. Selber Raum, nur im ersten Geschoss. Wir sind noch im ersten, im zweiten, also second floor. Wir sind im ersten Stock. Was meint ihr mit erstem Geschoss? Da komme ich wieder durcheinander. 1F oder 2F? Also, ich gehe jetzt runter im Erdgeschoss. Raum unten. So. 2,2 ist er, glaube ich, ne? Ist er das? Das war 2,1. Oh ja. Oh! Und hier das. Okay, das war der Geisterbaum. War das gut? Nee. Du hörst nie. Oh Gott, Quicktimes. Das war unser Ding. Wir haben noch nie Quicktimes bisher in diesem Spiel gehabt. Okay, es ist immerhin ein angenehmes Quicktime. Ein Angel. Da, jetzt kommst. Das, was du wolltest, ne? Ja. Hast du nicht. Sieht aus wie die Höhle in Game of Thrones. Ach, die Höhle mit dem, wo er da rumsitzt, der Kleine, der dann. Naja. Erstes Geschoss, der sagt doch Erdgeschoss einfach, dann wissen wir, was gemeint ist. So, wo ist jetzt unsere Freundin? Jetzt haben wir sie gerettet. Nee, jetzt ist der Raum unten, wo wir waren, der ist nicht mehr vergeistert, ne? Das heißt, wir können. Aber jetzt ist der Ficker wieder bestimmt da. Ich meine, der Hausmeister. Ich würde gerne noch mal saven gleich. Guck mal, aber diese, die sind noch da, ne? Die sind nicht irgendwie aus der Existenz wieder. Die waren vorher ja auch da. Waren sie echt? Das sind die anderen Blumen. Ach, die anderen Blumen, die sich verwandelt haben? Ja. Die normalen Pflanzen? Genau, deswegen fragte ich ja gerade, ob die irgendwie eine, in einer quasi Parallelwelt oder so sind. Ah, weißt du? Und okay. Wir haben doch gesehen, wie Seoul, also ich meine die mit der Brille, die hat ja irgendwas gemacht an den Blumen, dass sie denen vielleicht was eingeflößt hat. Und dadurch haben sie sich verwandelt und haben mit so jung, was auch immer da angestellt. So, okay. Dann gehen wir jetzt hoch. Ich laufe jetzt. Ist mir egal. So, jung. Jetzt kenne ich mich schon langsam aus in diesem dreckigen Haus hier. Stimmt, das waren die normalen Pflanzen. Du hast absolut recht. Hier ist nichts. So jung kann ich auch aber nicht. Aber da ist was in der Mitte, das leuchtet. Ah, der nächste Dings. Die Holzmarke. Ein Glücksbringer. Ist da noch irgendwas anderes hinten in den Bäumen? Ja, ich würde auch. Hey, why are you still here? Geh mal gucken. Anyway,
What was that noise I heard? Ein riesiges Baummonster hat Soo Young entführt. Ich sage einfach, sie ist verschwunden. Ja? Okay. What do you mean? Soo Young's gone? Jetzt ist der Hausmeister wieder da, sagt der Chat. Oh, toll. I don't understand what you're saying. Why are there so many guys in this school who are completely obsessed with Soo Young? Sie ist ein Geist, ein Succubus. She's not even that pretty. Komm, wir machen es jetzt im Wandschrank. Hey, come on, be honest. Are you here this late because you're into Soo Young as well? Is it? Because tomorrow is White Day. Das geht ihr nichts an und also ist beides ein Schuldeingeständnis sozusagen. Ich bin für also. Da bin ich auch für. So I'm right. Look, wake up, stupid. You think you're the only one so young bewitched with that face of hers? Ich dachte, sie ist nicht so hübsch, hat sie gesagt. But she's a manipulative witch. Sie ist eifersüchtig sowieso. Ehrlich, ist Soo Young wirklich so? Bist ziemlich unhöflich, finde ich. Ja? Ist sie auch. Sie hat dich schon verhext. Are you taking her side? And that's not all. There are a ton of totally strange rumors about her. Weil du sie verbreitest, die Gerüchte. So young. Huh? Ein Geist. Did you hear something just now? Das macht dir Angst? Okay. Was machen wir? Folgen wir Song A oder gehen wir zur Quelle? Ich bin nicht sicher, ob sie wirklich sinnvoll für uns ist. Naja, vielleicht wird sie auch irgendwo dann gefangen genommen, wenn wir ihr nicht folgen. Aber Quelle des Geräusches, vielleicht verpassen wir da und sehen nicht, was da los war. Was würdest du machen? Schwierig. Solche Entweder-Oder-Entscheidungen, ey. Nami hat noch eine ganz andere Frisur auf Form Time Skip. Nur gut, sie sieht nicht aus unbedingt wie Nami. Ja, du hast also ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht stirbt, wenn wir jetzt nicht mitgehen. Aber vielleicht haben wir einen kleinen Schutzgeist, wenn wir zur Quelle des Geräusches kommen. Komm, wir gehen zur Quelle, ja? Ja. Wäre ich auch gegangen. Wir haben gespeichert vorhin. Theoretisch könnten wir. Oh. Die Olle schon wieder. What are you doing in here? Tell me, what happened earlier? Das ist jetzt wieder die wir gut finden, ne? Soo Young ist das, ja? Ja, die Charaktermodelle sehen leider alle... Alles okay, nicht. Hast du dir wehgetan? Er hat ja einen Crush. Wie wäre es mit Danke, dass du mich gerettet hast? Nee, wir sind nicht zu überbordend, ne? Play ein bisschen cool, mein Freund. Ein bisschen cool. Yeah, I'm fine. Can't remember anything. I woke up on the floor. Aber die Geisterfrau, die gehangen hat, das ist doch jetzt, also quasi, die sehen wir doch jetzt schon zum zweiten Mal, ne? Wenn das die gleiche ist. But tonight is very different. Meinst du, ihr Zwilling macht das gleiche wie sie? Maybe. The day is here. Heute ist der Tag gekommen. You know something too, don't you? Du bist auch da. Chat sagt übrigens, wir haben die bessere Entscheidung getroffen, in Anführungsstrichen. Also es ist schon mal ganz gut. Da war etwas aus Holz, das aussah wie ein Talisman. Ich habe dieses Teil einfach nur an die richtige Stelle gesetzt. Ich frage mich, was vorher geht. Ich glaube, sie hat so eine Ahnung, sie ist bestimmt so ein Geisterbeschwörungsding, sie bumsi. Na, oder sie ist selber irgendwie was Übernatürliches. Ich habe dieses Teil an die Ich würde das jetzt sagen ihr, ne? Dann sag Weil noch, das. Noch mal verstecken oder so brauchen wir nicht. Oh ja? Maybe. That might have caused it. Gute Synchro. Oder du hast auch nicht gehört, ja? Nee. Mhm. In jeder der Schule wimmelt es nur so vor Geheimnissen. Ich gehe jetzt. Wenn du aus der Schule raus willst, musst du zu Hauptgebäude 2. Es hat sie weder ihr Tagebuch noch die Schokolade. Das heißt, ja. Wir können die Schokolade sehen. Aber warte, wir haben da noch... Okay, und alles hier im Recording Room gerade. Also gut, der Hausmeister ist wieder zurück. Wir können jetzt mal die Räume... Oh, nee. Ich glaube, ich habe jetzt ein anderes Bild
für Hausmeister in meinem Kopf. Nach dem Spiel meinst du hier? Mhm. Du wirst Hausmeister nicht wieder auf die gleiche Art sehen können. Mhm. Fakultätsbüro, also Hauptgebäude 1, können wir damit fast alle Türen aufmachen. Klassenzimmer für Wirtschaftslehre, Büro für Schülerakten und die ganzen unten. Aber jetzt können wir ja auch um, der Hausmeister. Ja, ich versuche. Okay, es war. Jetzt könnten wir den zweiten aufmachen, ne? Diesen zweiten Talisman-Dings. Ah, ja, das war unten an der Tür, ne? Mhm, eine Notiz. Kursmaterialien. Okay. Orientwissenschaft, die Theorie der fünf irgendwas. Oh Gott, fünf Elemente. Fünf Elemente. Metall symbolisiert, ja, bestimmt für ein Rätsel oder so. Später. Aber ich kann hier auch mal... Der erste Talisman, den wir hatten, war ja Metall. Das Licht mal ausmachen. Achso, meinst du jetzt den nächste, den wir haben? Mit dem Symbol für Holz. Okay. Ja, ich habe gar nicht auf die Symbole geachtet. Ich bin der Meinung, das erste war Metall. Vielleicht irre ich mich auch. Schwermetall. Es hat wieder gewendet. Hoffen wir aufs Beste. Okay, warte mal, hier ist doch noch... Hier muss ich das doch aufmachen können. Da. Geister-Action? Nicht Geister-Action. Da liegt eine Notiz. Wahrheitssuche. Sommerausgabe. Das Geheimnis des Lagerraums. Fundgegenstände sollten unbefristet aufbewahrt werden, solange kein Besitzer ermittelt wurde. Sie werden nach ihrem Funddatum in Kisten sortiert. Okay. Die ältesten werden separat gelagert, einige teure und seltene Objekte. Die Gegenstände kommen von allen... Und kommen wir zum Geheimnis des Lagerraums. Ja, das ist gut. Der Raum stellt eine kalte und... Hast du Angst gerade, oder? Ich habe nur... Ich musste mal atmen. Ich vergesse gut. Das manchmal. Es war so ein bisschen... Wieso schreist du denn? Shift-Taste drücken. Zum Geheimnis des Lagerraums. Der Raum strahlt eine kalte und gruselige Atmosphäre aus, ähnlich der eines Geisterhauses. Einige behaupten, dies läge an den ungewollten Gegenständen. Andere glauben, es läge daran, dass einige ihre Besitzer Selbstmord begangen haben. Sehen wir uns folgende Geschichte an. Aber C fand... Ich wollte gerade was... Also, ist ja schön, dass die Gegenstände ein neues Zuhause haben. Naja, ich will auf jeden Fall mir die abholen, wenn es denn geht. Und können wir da jetzt theoretisch alle Schränke aufmachen? Nee, nur einen. Aber unten ist dann doch auch wieder welche. Oh oh. Oh. Bleiben wir ganz ruhig. Es ist wie mit Dinosauriern. Wenn wir uns bewegen, nicht bewegen, dann sieht er uns nicht. Wir hätten einen Dinosaurier statt einen Hausmeister. Ach, die ist voll geschmolzen, die Schoki. Schnell, trink sie aus. Gott, oh Gott. Nicht, dass er jetzt da zur Tür reinkommt und du dann da... Aber ziemlich blöd. Wäre halt bei dir. Das wäre halt schon... Trink, trink. Okay. Oh. Ich kann bestimmt nachher gut schlafen, wenn ich überlebe. Du darfst nur nicht mit irgendwelchen Hausmeistern interagieren. Jetzt ist er nicht mehr da. Der taucht auch auf, der existiert bestimmt nicht die ganze Zeit, sondern wird nur reingeladen vom Spiel, ne? Ja. Diese Tür war unten im Erdgeschoss. First Floor. Ihr macht deutsche Texte rein. Nennt es Erdgeschoss und erster Stock. Ja. Ihr Bumsköppe. Oder sagt erste Etage Japano-Style. Also irgendwie sowas. Korea-Style. Oben haben wir alle Sachen aufgemacht. Die habe ich auch... Oh, warte mal. Heißt das, wir können das jetzt hier? Nee, das ist nur Makulatur, ne? Stell dir vor, wir öffnen nachher die ganzen Kummerkästen und da hat eigentlich immer nur der Hausmeister reingeschrieben, dass er sich so unverstanden fühlt. Und keiner hat sie gelesen, deshalb wurde er verrückt. Ah,
dieser dumme Hausmeister, ey. Also nicht Hausmeister an sich, aber der da. Der ist dumm. Ja, der ist ganz dumm. Der ist dumm und fies. Und auch gemein. Ach komm jetzt. Du weißt überhaupt nicht, dass wir da sind. Geh weg. Komm. Ich glaube. Da ist niemand. Du hast nichts gesehen. Das sind nicht die Druiden, die du suchst. Geh weg. Oh, aber das kann doch nicht sein. Wie kann ich denn zwischendrin so schnell rennen? Ich glaube, ich muss einfach nur schleichen die ganze Zeit. Dann mach die Tür wieder zu. Ich finde halt, das Spiel wäre halt auch ohne Hausmeister schon gruselig genug, weißt du? Ja, ich glaube deshalb auch die leichten Stufen, damit du diese ganzen Hinweise dann hast. Ja gut, wir müssen die Treppe runter. Eigentlich müssen wir hier hin. Der nervt mich jetzt gerade, der Typ. Ich denke auch, der steht diese, da. Ja, die euren Blumen sind jetzt auch echt gemein. Oh Gott, oh Gott. Oh. Ich laufe jetzt von der anderen Seite runter. Ja. Denk dran, dass du irgendwann kaputt bist vom Laufen, ne? Bin ich das? Ja. War ganz am Anfang mal eine Notiz. Gut, dann laufe ich immer noch ein bisschen. Ach, falsch rum. Das sind auch wieder diese coolen Videospieltüren. Ja, die übrigens in beide Richtungen auf und zu gehen. Ist nicht dein Ernst, oder? Malaka. So. Ja, natürlich. Oh, du Arschficker. Okay, ich bin zu Gebäude 2 jetzt gerade gegangen. Durchlaufen kann man die Geister mit den großen Köpfen und herwirbeln. Was heißt das jetzt wieder? Also das war gerade echt eine Sauaktion von dem blöden Hausmeister. Ja, dass wir nicht mal Invincibility Frames oder sowas haben. Eine Schule bei Dunkelheit. Wir haben das Ding. Trink mal schnell noch eine Sojamilch. Oder zwei, glaube ich sogar. Nehmen wir Milchkaffee mal, obwohl Koffeinschub. Ach komm. Brauchen wir noch ein bisschen was, glaube ich. Aber diese trinkt man eine Sojamilch. Das sieht schon auf jeden Fall besser aus. Okay, Büro des Direktors. Aha. Okay, nee. Sehr viel Schulmünzen, dann können wir uns ein paar Health-Items für holen. Ich würde fast sagen, wenn wir den nächsten Safe finden, haben wir eigentlich einen guten Ausstiegspunkt erreicht, oder? Mhm. Das ist eine Notiz. Auf dem Tisch. Die hole ich gleich. Hier ist nie was drin. Das ist echt doof. Warum gibt es so viele davon, wenn die immer aus leer sind? Aufstehen damit. Da ist die Notiz. Untersuchungsbericht. Psychische viele unserer Schüler leiden unter ausgeprägten Zukunftsängsten. Oh, Kurs. Mensch. Kaufanfrage war. Achso. Ein natürlicher Bestandteil der Pubertät, aber naja, wahrscheinlich haben sie eher Angst, dass sie vom gewalttätigen Hausmeister weggedöngst werden. Der ist doch bestimmt nicht zuständig für diesen Part. Oh, Geisterbaby. Ich bin der Geisterbaby. Du musst es mal? Ich hab Lulu gemacht. In meine Geisterhose. Okay, der war drollig. Ja, der war ganz knuffig.
Kennst du... Ich will den trotzdem nicht behalten. Kennst du den Trailer, den es von Silent Hills nochmal gegeben hat, den sie... Mit den Babys? Vor der Einstellung, ja, wo die auch durch diesen... Also nicht der Gang, den man aus der Demo her kannte, sondern da gab es auch irgendwie so ein... Wo da auch so mutierte Babys dich durch den Korridor da geschoben haben. Mich daran gerade ein bisschen erinnert. Das hätte ich auch. Klingelt es hier gerade? Hallo? Er hat keine Hand. Falsch verbunden. Warum auch nicht? Ah, moderne Rechner. Hat sich auf gelohnt, dass wir da rangegangen sind. Also. Ja. Oh, was sind, ich kann hier nicht durch die... Da. Was denn mit dir, du blödes Spiel? Aus der Hocke nur. Ach, geh doch. Aber es würde doch nicht gehen, wenn es nicht irgendwann mal irgendwo gehen würde. Ja, und das einzige Mal, wo ich nicht gucke, da ist dann was drin. Ja. Kursmaterialien, whatever. Das war wieder dieses mit der Lehre der Elemente. Ja. Also. Den kannst du bestimmt auch aufmachen, der da auf dem Tisch steht. Oh. Gehen Sie zu, können Sie rausgucken. Oh boy. Klingelstreich, ja, wahrscheinlich, werter Chat. Klingelstreich, Klingelstreich. Oh. Vielleicht war das, irgendwie finde ich, passt dieses Telefonat gerade sehr zu der Frau aus. Das ist die Gummizelle hier. Der Schlafraum. Ja, aber ich gerade zu The Shining. Okay, ja. Ich sag hier gerade ohne Ende Schulmünzen ein, also irgendjemand achtet nicht auf sein Geld. Das. Oh. Fundbüroschlüssel. Ah, sehr gut. Da wollen wir hin. Da sind seltene Artefakte, sagte man uns. Büro der Krankenschwester. Fundbüro ist im Second Floor, im ersten Stock. Oh. Musikraum, aber immerhin bin ich hier ganz froh, dass es nicht so weiträumige Gänge sind, sondern dass du nur hoch und runter kannst. Aber das Vorbeischleichen am Typen wird wahrscheinlich schwierig hier. Ne? Ist das der Hausmeisterraum? Oh, meinst du, er wohnt hier? Oh Gott, hier siehst du ihr liebes Tagebuch. Ich bin so traurig. Lernen wir doch etwas über Morsecode. Oh Gott. Morsecode. Na ja, gut, ich brauche auch nur die vierstellige Zahl. Oh ja, okay, whatever. Vielleicht ist das ein... Was ist das für ein Raum hier? Raum der Nachtschicht. Okay. Büro der Krankenschwester nebendran. Geht zu die Tür. Das war lustiger, als man es nicht gesehen hat. Das sah dann so aus wie... Begeistert, dass eine Nachricht im Chat steht. Koffein und Jugendliche. Oh ja. Positive Effekte, 400 Milligramm, regelmäßiger Konsum. Für Erwachsene liegt die tödliche Dosis von Koffein bei 150 Milligramm pro Kilogramm, was etwa 50 bis 200 Tassen Kaffee entspricht. Das ist ungefähr meine Tagesdosis bei ungefähr der Arbeit. Ungefähr 50 bis 200, ne? Na, ich bin wahrscheinlich immer eine, zwei Tassen runtergeblieben. Du bist genau eine... What the fuck? Das ist der sympathischste Mensch, den ich bisher in diesem Spiel gesehen habe. Der ist freundlich, ja. Una Brille. Ah, hier. Für. Endlich können wir richtig gucken. Gibt es dafür vielleicht eine kleine Trophäe oder irgendwas? Ich wette, das ist bestimmt auch Rätsel hier, ne? Es ist nichts in den Schränken drin, ey. Ich fühle mich wie bei Shenmue, wo ich immer durch alle Räume durchgegangen bin und nichts drin war. Hier aber. Oh, da ist... Nichts. Achso, das andere Gegenteil von... Da ist was. Okay, das heißt, ich habe hier auch keinen Safe-Punkt gefunden. Büro des Direktors war das Einzige, was abgeschlossen war.
Ach, das Ding da hier. Da brauchen, ne, wir den Code. Der Morse-Code. Was auch immer es war. Okay, ich will nicht laufen, aber da müssen wir wohl ein Stockwerk hoch. Ach, das Fundbüro haben wir doch, den Schlüssel, genau, ne? Ist das Fundbüro nicht hier irgendwo in der Nähe? Ich meine allgemein, die, das Etablissement-Fundbüro. Hier ist ein Safe. Wollen wir noch gucken im Fundbüro oder wollen, ja, wir speichern? Fundbüro wollen wir noch machen. Eventmitteilung ist der Okkultismus AG. Die gute Okkultismus AG. Überall gibt es Okkultismus AGs. Okay, ich save dann noch nicht. Wo geht denn die Treppe rauf? Ist es von hier? Hier ist die Treppe. Ach, was sind denn das hier auch für Treppenhäuser, ey? Treppi, Treppi, Häusi. Oh Gott, höre ich die Schlüssel klimpern? Nein. Hier geht's, ja, es sind ja 3, 4 Stockwerke hier. Oh, oh, da. Das ist jetzt bestimmt das andere, Wind oder so. Nee, gelb ist Erde meist, ne? Oh, wollen wir uns ein bisschen was ziehen? Ja, Sojamilch. Oder vielleicht diese Essensdings da? 3. Ach, die kosten 3. Wie viel haben wir denn? Wir haben 4 oder 5. Wie kann Gregor hier und gleichzeitig im Retro-Club sein? Ja, das ist mein Talent. Er hat einen Zeitumkehrer. Genau. Wie Hermine. Ich dachte gerade, es ist irgendwas aus Dr. Pepper, hätte ich was gesagt von Dr. Den Dr. Pepper Zeitumkehrer, das ist so eine kleine Cola-Dose, die man, yeah, so lange schraubt. Da bist du, du schüttelst so sehr, dass du durch die Kohlensäure durch die Zeit geschleudert wirst. Ja, mit Mentos. Einmal bis zum Ende des Ganges. Bis zum Ende des Ganges. Direkt nach Indien. Ja, ich muss auch mal lachen. Da saß ein Mann am anderen Ende des Ganges. Wo bist du das denn? Einhorn. Why not? Ein Doggo. Wer ist das Spiel? Ist das Horror? Das frage ich mich auch. Das ist der Horror, ja. White Day, a Labyrinth named School. Ein Labyrinth namens Schule. Und hier ist das Fundbüro. Gehst du auf? Gehst du auf? Ich habe sie aufgeschlossen. Okay. Ah, da ist wieder Bumskopf-Baby. Es dampft sehr seltsam. Ach, ich muss mal. Mama? Ich möchte gern diese Puppe haben. Mama? Ja, von mir aus. Erstmal einen Filzstift nehmen. Also, Federpost. Irgendwas hieß es hier auch, das Geheimnis des Fundbüros. Ich will die Mama-Statue haben. Ja, wo ist sie denn? Es hat hier nach oben geguckt, da, ne? Da oben. Ach, da. Oh, aber... Ja, irgendwas muss man da doch nehmen können. Hat das Ding nicht mal einen Lichtschalter? Verstaubter Haufen nicht abgeholter Gegenstände. Featherpost. Featherpost? Was soll das heißen? Federpost. Eulenpost. Dokumente. Staubiges Briefpapier. An Yvonne Kim. Bitte vergib mir, dass ich nicht lebewohl gesagt habe. Ich bin gezwungen zu gehen und das alles aufgrund eines hässlichen Gerüchtes. Auch hässliche Gerüche sind auch Gründe, warum man geht in koreanischen Schulen. Solltest du dieses Gerücht hören, dann bitte glaube kein Wort, es ist die Erfindung niederträchtiger Leute. Also stimmt es, wenn ich fort bin, wirst du dich sicher langweilen, dass niemand mehr gibt, der sich deine absurden Theorien anhört. Für mich ist es ein großer Verlust, denn niemand mehr wird die Welt der Kunst begreifen. Um die Trauer des Abschieds zu mildern, lasse ich dir ein Geschenk. Es ist ein Gemälde von dir mit deinem ersten Kunstwerk. Du sagtest, du hättest es gefertigt, um etwas Wichtiges zu verbergen. Dein erstes Kunstwerk. Ich wünsche dir viel Glück und ein gutes Leben. Warum? Irgendwas an den Bildern, die wir an der Wand finden? Wahnsinn. Jemand sagte gerade, vielleicht braucht man die Leiter, um da ranzukommen. Aber nicht aus dem ersten... Können wir nicht die Vase werfen? Fast schon eher. Ich kann mir vorstellen, dass in einem der anderen Räume, wir sind ja jetzt an allem vorbeigegangen, dass wir da eine Leiter finden.
Bisher hatten wir hier Glück mit dem Hausmeister. Ich wohnte im anderen Gebäude nur. Das wäre geil. Nee, die sind alle. Tür ist zu. Ist das das Gemälde? Die kann ich eh nicht. Das ist ein bisschen Salvador Dali. Okay. Sino sagt, wir brauchen es momentan nicht, deswegen können wir die Statue jetzt nicht holen. Aber ich will dem Baby helfen. Es wollte doch so gerne die Statue haben. Ja, ich habe im Fundbüro nichts gefundbürot. Und jetzt haben wir natürlich auch, das sind alle Sachen mit dem Fakultätsbüro und wir haben noch die anderen Stockwerke, die wahrscheinlich auch abgeschlossen sind gerade. Ich würde sagen, wir saven jetzt hier ab. Ne? Wenn wir nochmal weiterspielen wollen, können wir das ja in Ruhe machen. Unten war Speichern. Das da? Oh, das sieht aus wie ein Bilderschnipsel 2. Teil eines zerrissenen Bildes. Okay. Aufmesser. Okay, das ist ein bisschen arschig. Weil ich kann mich nur ganz hinten. Oh, fick, Mann. Natürlich. Oh nein, da ist das Fundbüro doch. Ja. Ach, scheiße. Huch. Das gibt's doch nicht. Oh. Du Arschkasper, ey. Oh, wow, 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 wow. Oh. Ich träume heute Nacht bestimmt von aggressiven Hausmeistern oder so. Das auf dem Bett. Origami ist das. Ah, noch ein Paper Crane. Wenn man 1000 Paper Crane faltet, dann darf man sich was wünschen. Ist das so? Ja. Aber jetzt, da wir eine Snackdose benutzt haben. Oh, aber der hat wirklich immer ordentlich Schaden uns gegeben, ne? Trottel, einmal mit der Keule drüber. Ah. Thaddäus, haben wir den Thaddäus genannt? Ja, ich glaube nicht, dass es Thaddäus ist. Wenn wir so jung haben, ist es wahrscheinlich so alt. So verrückt. Willst du dich nicht mal verpissen jetzt? Ey, piss die. Ja, es ist das Problem ja, dass man sie nicht so gut verstecken kann. Bei solchen sehr engen Gängen. Und du hast keine Gelegenheit gehabt, den irgendwie zu umlaufen. Ja, die nächste Folge ist Baby-Problem. Auf jeden Fall ist es schon wesentlich unterhaltsamer als das komplette von Nightcry. Das war ein Grauen. Bist du jetzt mal weg? Also Gruselgrauen oder Grauen, Schlechtgrauen? Schlecht, Schlechtgrauen. Ja, es war einfach voll. Spieldesign war das Grauen. Schlechtgrauen ist schlecht. So, ich will nur zum Safe. Der war in der Mitte. Willst du hier nicht, wenn du schon mal da bist, nochmal alles nachgucken? Also ich hab ja. Wenn wir schon mal da sind? Ich hab ja schon hier. Ach, das war das mit der Brille. Das ist der. Aber da unten konnte man, glaube ich, noch was aufmachen links. Hier. Mhm. Ich glaube, das habe ich auch schon gemacht. Das hört sich gerade an, als wenn hier ein Schiff vorbeifährt. Tut es ja auch. Wir sind ja so weit, ist der Hafen nicht entfernt. Naja. Natürlich sehr lustig. Da ist er wieder. Geh zurück. Oh Gott. Das gibt's nicht. Fick, Mann, ey. Boah, bitte. Ich will nur an dir vorbei zum Safe-Raum. Ach. Nur an dir vorbei zum Safe-Raum. Oh. Vielleicht bleiben wir erstmal kurz hier für einen Moment. Unterhalten uns noch kurz mit dem Chat. Sehr schön übrigens, dass wir mal wieder ein bisschen was machen konnten.
Katharina, ne? Ja, streammäßig. Total konsterniert mit dem Katzenkissen. Ja, es war schon spannend. Naja, wenn man sich die Highlights oder die Lowlights dann anguckt, dann im Nachhinein alle Schreier und Erschrecker. Erst erschrickst du dich, dann mache ich mich lustig darüber, dann erschrecke ich mich. Ja. Und der Hausmeister, also mittlerweile, es ist ja schon immer spannend, ne, wie sehr man sich dran gewöhnt, weil jetzt weiß man ja, dass er da ist und man hasst ihn, aber man erschreckt sich nicht mehr so doll. Also man bräuchte nochmal eine Methode, wirklich dem irgendein Messer, was du kurz benutzen kannst, oder dass du ja, um ihn kurz wenigstens auszuschalten, ne? Oder du ziehst ein Regal auf den drauf, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Oder hängst ihn an eine Kronleuchter auf oder so. Wann ist das nächste Mal? Das müssen wir mal gucken. Das haben wir jetzt hier einfach einmal so gemacht. Wie erwähnt, jetzt gibt es keine regelmäßigen Streams oder sowas. Der Typ guckt immer noch nach. Wir warten immer noch, bis er dann da fertig ist. Sondern es ist was man sich überlegen kann. Wir haben es schon eingangs erwähnt. Je nachdem, wie ich dann meine etwas mehr Zeit, die ich frei habe, nochmal verteile. Arbeitstechnisch das nächste Projekt, wenn wir da den über Patreon rüberkommen, patreon.com/rpgheaven, dass noch eine Top 101 mit regelmäßigen Videos da ist, die außer RPGs nochmal ein anderes Thema behandelt. Das wäre, glaube ich, was ich in meinen Zeitplan dann gut reinmachen kann. Wenn es aber ein Stream ist, dann habe ich das Ziel entsprechend auch höher ausgelegt, weil dann muss ich mir nochmal überlegen, wie ich nochmal umgucke und schaue, weil ich würde schon gerne freie Tage auch haben. Ne? Ja, klar. Es geht mir auch primär darum, natürlich. Ja. Klar, ne? Natürlich dann, ich würde sowas auch gerne machen, aber es nimmt dann eben auch einem Entspannungs- und freie Kopfzeit, die einfach nur mal dann wichtig ist. Manchmal schon, ja. Ja, und wir würden dann eben mal gucken. Also das, ich bin mir sicher, dass wir noch hier mal eine Session oder sowas dann damit machen. Was denn? War die wirklich da? Was denn? Die Anatomie-Puppe neben dem Sehtest? Ja. War die in dem Raum? Ja. Ist die nicht mal da gewesen gerade? Warum sagst du jetzt nur? Weil das jemand... Oh, sie ist nicht mehr da! Oh, sie ist ja gar nicht mehr da! Sie ist ja gar nicht mehr da! Alter, Daus. Ach du meine Güte. Sie ist gar nicht mehr da. Oh... Jetzt hör auf damit. Mach das nicht. Nur zum Safeboard hier. Okay. Ich finde, das ist eine so gute Einstellung für mich. Guck mal auf die Kamera. Wie? Herzlich willkommen. Die Kiste ist einfach genauso groß wie mein Oberkörper bis zur Nase. So vom Schoß aus. Herzlich willkommen zur Gregor und Frau Kissenshow. Oder bist du Frau Holle? Oh, ich bin Frau Holle. Schüttelst die Kisten. Wenn der Hausmeister hier kommen würde, würde ich dem eins überbraten. Aber das nimmt ich. So, warte mal. Ich kann ja jetzt mal das Bild wieder umstellen. Warte, dann mache ich noch. Kann man uns noch mal komplett sehen. Ich kann mit meiner Nase das Pausezeichen noch mal wegklicken. Klack, so. Jetzt kann man es ein bisschen besser erkennen. Ja. Ja, das war sehr schön, dass wir das dann... Da. Da sieht man es. Klack. Danke fürs Stream. Oh. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Hier einmal den Sonntagnachmittag. Ja. Schön mit Stuff hier verbracht. Du, wenn du über deine Angst von Hausmeistern, die jetzt sich gerade neu formiert hat und bewegenden Anatomiepuppen hinweggekommen bist. Ich glaube, wir haben auch nur an der Oberfläche gekratzt gerade. Also, von dem Spiel. Ja, also es ist maximal ein Viertel, würde ich fast sagen, weil wir haben ja, wenn überhaupt. Wir haben ja auch viel erstmal mit der Technik müssen wir klarkommen und wie man vor dem Johnny flüchtet und alles. Es ist machbar, es ist anstrengend. Hier und da, aber ich finde es eigentlich ganz unterhaltsam. Das ist halt, ich finde es so schwer, weil das Spiel spielt ja damit, dass man so viele Räume hat. Und man kommt ja so einfach so ein bisschen durcheinander, wenn man plötzlich dann wahllos rumrennen muss, ne? Mhm. Ja, genau. Und hast ja gesehen, wie oft ich durch die Karte dann gucke. Theoretisch, es müsste eine Funktion geben, wo du nicht mal nochmal durchs Menü musst, um die Karte zu sehen, oder eine, die du permanent einblenden kannst. Auch wenn das vielleicht nicht so hilfreich der Stimmung gegenüber ist, dass du so On-Screen-Anzeigen hast. Mhm. Das mit dem Blut siehst du ja auch, ne? Damit da ist keine Schadensanzeige, aber du musst dann irgendwie ableiten davon, wie viel du dann hast. Stimmungsmäßig ist es auf jeden Fall einigermaßen groß. Ich verstehe nicht, was den Hausmeister so in Rage gebracht hat, dass er wochenlang patrouilliert und uns
das Hirn einschlagen möchte. Ja, das ist so ein bisschen, wird das noch aufgelöst? Das wäre ja interessant zu wissen, ne? Also, ich würde es behoffen, aber bei solchen Sachen kannst du auch damit durchaus rechnen, dass es nicht passiert, ne? Dass solche Sachen nicht aufgelöst werden. Ja, von sowas bin ich ja kein Fan. Also ich mag das ja total gerne, wenn man jetzt sowas hat, oh, da ist irgendwas mit Pflanzen und dieses Lösungsmittel und so und ach Mensch, jetzt hat das irgendwas damit zu tun, so Stranger Things mäßig. Ihr werdet den Hausmeister noch besser verstehen, wenn ihr weiterspielt. Ich sag doch, das sind, ist so ein Kummerkasten. Sind wir die Bösen? Nein. Ach, jetzt verstehe ich, warum er ein Massenmörder geworden ist, ja, weil jemand ihm sein Schulbrot geklaut hat während der Schule. Irgendwie sowas. Ja, so wird's sein. Ja, aber da kauen wir noch mal ein bisschen drauf rum. Wenn ihr es bei YouTube schaut, könnt ihr gerne eure Theorien unten hier reinschreiben. Oh ja. Ansonsten, Katharina, ich bedanke mich bei dir, dass du da gewesen bist. Vielen Dank. Und wir werden das gegebenenfalls bei Zeit noch weitermachen. Die anderen Sachen hatte ich schon erwähnt auf gregsrpgerben.de, dann weiter die Videos. Nicht vergessen unter plauschangriff.de Podcasts und alles drum und dran. Und wenn ihr mich supporten wollt, gerne unter patreon.com/rpgheaven. Da würde ich mich freuen. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Wir schauen mal, ob wir noch mal ein bisschen Podcast oder sowas aufzeichnen können. Ja, und das nächste Mal zu einem schönen Thema. Und dann hört ihr noch mal ein bisschen mehr von Katharina. Bis dahin aber sagen wir danke und tschüss. Tschüss. Und jetzt lass den Hausmeister in Ruhe. Ja, und jetzt muss ich aufstehen und trotzdem da auf Stopp klicken. Also können wir nicht so... Mach einfach, wink einfach weiter. Wink ruhig.